Siehst du uns, wenn du da aktualisieren drückst oder so? Ich guck mal. Also ich kann mal ganz. Ja. Kann sein, dass da eine leichte Latenz drin ist. Nein, weg von mir. Aber irgendwann geht's. Also es dauert zwei Minuten. Genau. Ja. Jetzt verbinde ich mich. Ich sehe mich an. Schiebe mich da weg. Ja. Drück nochmal auf Play. Ist da nichts anderes als das zu sehen? Das verstehe ich nicht. Wieso kommt das nicht? Jetzt sind wir online. So, ich begrüße erstmal alle Zuschauer da draußen und ich freue mich total darüber, dass wir heute diesen Abend hier so gestalten können, dass ihr so schnell zugesagt habt. Das ging wirklich von heute auf morgen und es war, glaube ich, so sehen wir das alle, irgendwie an der Zeit. Ungewöhnliches Format für meinen sonstigen Mittwochabend. Christa und ich haben uns gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Für mich ganz wichtig, ich stelle euch kurz vor. Ich glaube, fast jeder kennt euch, ich mache es trotzdem. Ich fange bei den Damen an. Wen nehme ich jetzt als erstes? Ich nehme mal die Aline. Aline, Kursleiterin, Trainer, Ausbilderin, Free Spirit Bewusstseinstrainerin, Moderatorin bei Free Spirit TV, Mitbegründerin Bewusstseinsvlog. Du willst immer Menschen dabei unterstützen, sich selber zu begegnen, habe ich mal gehört von dir. Schön. Christa, Autorin der Christa Jasinski, Autorin der Talos-Bücher, auch inzwischen eigener Bücher, wird ja öfter auch nochmal Thema werden. Also Äonen, Archonten, gerade auch ein Werk, das wir jetzt gerade zusammen erweitern dürfen, sehr schön. Eben nebenbei meine Mutter, deswegen können wir das auch schön, nein, Gott sei Dank meine Mutter, mit Stolz meine Mutter, darf ich sagen, ich möchte das betonen. Joe, was ja. Muss man sagen, deine Karriere ist vielfältig, Moderator, früher, du hast Fernsehen gemacht, da habe ich noch keinen Internetstream gekannt, oder? Also Bewusst-TV, was? Ja, und davor habe ich davor ja... Davor Secret-TV, du hast auch mal beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, oder? Nein, um Gottes Willen. Nein, also ich habe mal so Komparse gemacht, irgendwie bei Großstadtrevier und Tatort. Das wird einem dann sofort dann ganz schlimm angerechnet. Aber ich habe schon 96 angefangen mit Büchern, erste Buch Entwirrungen und da auch beim offenen Kanal so 93, 94 schon irgendwie erste Gehversuche gemacht. Naja, also es ist ein langer Weg und manchmal wird man müde. Ein Urgestein, das uns heute zur Verfügung steht. Ja. Vielen Dank dafür. Gesichtsältester hier. Das hast du gesagt. Martin Lager, Engelsburger, Nachrichten-YouTube-Kanal, aktuell gesperrt, glaube ich, oder? Gleich gelöscht. Ja. So. Wann ist der neue online? Wird gar nicht mehr online gehen, ich mache meine eigene Plattform. Okay, sehr schön, freue ich mich drauf. Hier hast du noch was zu sagen, oder? Auf jeden Fall. Auch da Journalismus ein großer ein Nummer eins. Also wir werden heute sehen, es haben sich viele Bewusstseinsforscher, Arbeiter, Coaches, Energetiker und Journalisten hier zusammengetroffen. Robin, du gehörst zu der Kategorie Coaches, du bist Psychologe, du bist aber anders. Ich kenne deine Arbeit. Viele Menschen da draußen werden deine YouTube-Videos kennen. Du machst aber mehr als YouTube-Videos, du hast Bücher geschrieben. Ich weiß, wie viele sind es gerade? Nee. Dann bist du schon an Nummer 4 oder 5 im Plan. Also auf jeden Fall 3. Die Webseiten, alle sind eingeblendet. Ich denke aber auch, ihr seid durchaus bekannt. Ich selber, ja, nicht so bekannt. Eventuell. Da hast du Bruno noch nicht. Den Bruno, ich habe den Bruno vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Und der sagt nichts, ne? Bruno, Free Spirit, Bewusstseinstraining gegründet. Free Spirit TV-Sender gegründet, Kinderhilfswerk gegründet, Bewusstseinsvlog gegründet, dozierst, ich sehe dich täglich online, wann machst du das alles? Ja, nachdem ich meine 14 Bücher geschrieben habe. Sehr schön, Bücher geschrieben, 14 Stück inzwischen. Auch ein Urgestein, ebenso wie Joe. Ja, also ich muss das nochmal betonen, als die Jungs angefangen haben,
habe ich noch anderen Jobs nachgegangen müssen. Also, sehr geil. Sehr, sehr schön. Hat die Case Study noch gewickelt? Weiß ich nicht. Kannst du nicht. Ich will den Joe nicht älter machen, als er ist. Ne? Also, danke, sehr rücksichtsvoll. Ja. Gut. Also, wie habe ich mir den Abend vorgestellt? Wir haben es vorhin kurz besprochen für uns. Wir haben einen Live-Chat, den meine liebe Freundin Luisa begleitet. Das heißt, wir werden nach einer gewissen Zeit, wir gucken mal, wann sich das ergibt, mal reingucken, was die Leute so interessiert, was die wissen wollen. Für mich war es jetzt ganz wichtig, ich würde euch gerne ein kurzes Szenario geben, was in mir so stattfindet, wie ich die Situation gerade empfinde und sehe. Deswegen ist es so schön, dass ihr da seid, weil der Bruno und der Robin mich in letzter Zeit gerade sehr, sehr viel, aber auch der Martin, immer wieder bestätigt haben, sage ich mal. Dann gucke ich irgendwo rein und da hat der Bruno geschrieben, oh, das mit der Wahrheit, das ist so. Also wenn du das fühlst, dann ist das wahr. Und ich will, das, genau davon spreche ich doch immer. Und dann gucke ich ein Video vom Robin und der sagt, also das mit der DNA und das mit der Prägung jetzt mit der Impfung, das läuft so und so, du wirst darauf eingehen. Und ich, hey, guck mal, das erweitert mein gesamtes Bild. Ja? Und inzwischen muss ich sagen, ist mein Gesamtbild, dass das gerade herrscht, einfach das, dass ein Prozess abläuft, wie er im Endeffekt bei jeder Krankheit abläuft, wie er bei jedem Lebensereignis abläuft, wie im Großen, so im Kleinen. Ihr seht es global, ihr seht es überall, laufen dieselben Prozesse ab, der da ja eigentlich ist. Wir haben ein Informationsfeld, da steht halt ein Informationsfeld, also eine Information drin, wie ist der Bauplan für diesen Planeten, der ist ursprünglich vedisch und da ist auch eine ursprünglich vedische Information drin. Wäre das so, wären alle Versuche dagegen zu verstoßen nutzlos. Also sie könnten nicht fußen. Also haben wir eine künstliche Matrix irgendwo, die da in Nullen und Einsen auftaucht und quasi ein digitales Informationsfeld geschaffen hat, aus dem das jetzige quasi immer materialisiert wird. So, das Ganze geht auch irgendwie in Echtzeit, ist ja beim Körper auch so, wenn ich einen ethischen oder ich habe einen moralischen Konflikt, der steht dann in meinem Feld drin, das wandelt andauernd hin und her zwischen Information und Materie, das geht ziemlich schnell das Ganze, also reagiert die Materie etwas träger als die Information, klar, aber sie reagiert auf die Information und schickt mir eine Krankheit, damit ich da hingucken darf. Und genauso funktioniert das jetzt im Kleinen oder im Größeren oder wie auch immer. Genau das ist das. Das Informationsfeld wandelt jetzt das, was wir hier als Materie quasi erleben dürfen. Und eigentlich ist es so, dass da ein göttlicher Mechanismus das Ganze wieder korrigiert. So, früher oder später. Auch das ist bei Krankheiten dasselbe, auch das ist bei Lebensereignissen dasselbe. Das große globale Informationssystem, Universum, reguliert das automatisch. Früher oder später. Und jetzt hat der Robin ein Video gemacht, das darf er mir gleich nochmal näher erklären, da freue ich mich sehr drauf. Wo er sagt, also dieses Impfen jetzt zum Beispiel, das ganze Thema, das ist folgendermaßen, korrigiere mich Robin, eigentlich setzen sie ein Imprint. Ich denke immer mal an das Mal des Tieres, ne? Wie es so schön hieß in den Prophezeiungen. Sie setzen ein Imprint auf die DNA, auf die feinstofflichen Teile der DNA, sodass es quasi auch nach Verlassen des Körpers wiedergefunden wird. Diese Menschen werden nachher quasi zusammengesammelt auf einem anderen Planeten in diesem Falle, um da dieses digitale Feld weiterzuleben, sodass sie irgendwann ihr Bewusstsein auf einem USB-Stick oder auf einem, ich nenne es mal bösartig USB-Stick, mit durch die Gegend tragen können. Immer dabei, fertig, kann inkarnieren mit im Bewusstsein, lade ich drauf, fertig. Avatar-mäßig. Du darfst mich gleich korrigieren. Aber es arbeitet für uns. Weil was passiert durch diese Impfung? Das Bewusstsein wird gesenkt. Das heißt, es ist hier mit diesem Planeten nicht mehr vereinbar, weil diese digitale Matrix aufbröckelt und die ursprüngliche Matrix, die ursprüngliche DNA des Planetengeistes, das Vedische, wieder durchkommt und diese Wesen dementsprechend hier nicht inkarnieren können. Wir könnten jetzt noch 3 Stunden sprechen, welche Wesen das sind, wer das alles hin und her. Das ist mein Bild. Wie sieht es für euch aus? Was ist für euch, für mich ist die logische Konsequenz daraus immer nur gewesen, das ist das, was ich meinen Klienten allen erzähle,
kümmert euch um euch, guckt, dass ihr mit euch im Reinen seid, guckt, dass ihr den Sprung mitmachen könnt, guckt, dass ihr gelebte Ethik lebt, dass das, was ihr als ethische Grundsätze habt, gelebt ist, dass das gefüllt ist mit Taten, mit Gefühl, dass Gefühl, Tat und Ethik übereinstimmen, dann habt ihr einen guten Weg. Ja, dann haben wir irgendwie, auch wenn das inkarnativ überdauert, eine Chance 5D, können wir machen. Robin, ich habe dich mehrfach angesprochen, wie ist deine Sicht darauf? Wie ist deine Praxis? Ja. Wie ist dein Umgang damit? Ich würde gerne noch mal ein, zwei Worte zu dem Imprint sagen. Das Video ist ja ganz schön rumgegangen, auch in letzter Zeit. Und ich habe viele eigene Forschungen in die Richtung gemacht. Und es ist etwas, was ja sich auch auf den energetischen Körper rübermünzt oder sich in den energetischen Körper reinfrisst. Nach der Zeit. Und nach meinen Informationen wächst sich das aber auch bei einer natürlichen Lebensführung wieder aus, nach ein paar Inkarnationen. Und der wichtige Schlüssel ist da einfach, seine eigene DNA als bewusstseinsaktiv zu erleben, sich mit sich, seinem Körper zu verbinden und zu schauen, okay, meine DNA ist eine Schöpfungssprache und ich kann mit meinem Bewusstsein gezielt auf bestimmte DNA-Sequenzen einwirken. Und da gibt es auch mehrere Mittel und Methoden. Ich bin gerade am Forschen, inwiefern man diesen Imprint auch frühzeitig wieder ausleiten kann. Da gibt es jetzt von meiner Seite so noch keine schlussendlichen Ergebnisse. Und eine bewusste, reflektive Lebensführung steht dem auf jeden Fall positiv förderlich mit drin. Und es ist wirklich, wir haben völlig vergessen, in welcher Sprache unser ganzer Körper eigentlich kodiert ist. Und wir haben auch völlig vergessen, durch die Sprache, die Verstandessprache, die wir sprechen, in Interaktion mit den körperlichen DNA-Kodierungen zu kommen. Und für mich ist DNA einfach eine Schöpfungssprache, die wir irgendwann auch alle gemeinsam sprechen können, so wie wir jetzt die Verstandessprache sprechen. Und dann erheben wir uns in den Schöpferstatus. Und der Imprint ist ein Mechanismus, um eigentlich Seelen über mehrere Inkarnationen auf einen technologischen Weg zu führen. Und gleichzeitig, wenn die Menschen, die diesen Imprint haben, weiterhin einen natürlichen vedischen Weg verfolgen, dann wächst sich der raus. Aber es wird einfach schwieriger, über die Zeit überhaupt noch innere Willensimpulse aufzubringen, weil das, so wie ich das wahrnehme, wie eine Abdämpfung der Ich-Identität und der Willenskraft ist. Also es hängt sich mit dem Imprint wie so eine Art Schleier um die Ich-Impulse, die immer schwächer werden und dadurch wird es schwierig, gegen den Mainstream, den Hauptgesellschaftsstrom, überhaupt irgendwelche inneren Impulse aufzubringen. Also es fährt quasi die ganze individuelle Charakterologie völlig runter mit der Zeit. Und ja, das erkennen wir ja auch schon in den Grundtendenzen seit einer ganzen Zeit, dass da diese Kollektivierung einfach stattfindet. Und dieser Imprint ist etwas, was jetzt ganz stark die Gesellschaft wahrscheinlich auch noch mal in zwei Bereiche aufteilen wird und wie sich das also charakterlich über die Zeit auswirkt, weil nach meinen Informationen wird das in einem passiven Zustand, also dieser Imprint ist noch nicht ganz gesetzt, sondern er gräbt sich quasi mit der Zeit und auch über Hochfrequenztechnologie in die eigene Körperkommunikation rein und schreibt dann paradoxerweise virusartig die eigene Körperkommunikation, also die DNA-Replikation um. Und es ist schon eine Ironie des Schicksals, dass wir uns das Virus spritzen lassen, das dann wirklich sukzessiv die ganze eigene Körperkommunikation in eine digitale Form bringt letztlich. Zumindest soll es so sein, ne? Dass dann die Wesen, die sich dann für den digitalen Weg entscheiden, früher oder später in ihrem Bewusstsein zurückgesetzt werden, vom Leben eine neue Chance bekommen, ihr Bewusstsein auf einem natürlichen Weg, auf einem natürlichen rhythmischen Zyklus aufzubauen, das ist keine Frage. Gut. Ja.
Was ist dein Praxistipp? Also, der erste Praxistipp auf jeden Fall vom Verstandeskopfdenken in das Körperbewusstsein reinzugehen, auf die Herzebene zu gehen und sich wirklich, also auf der mikrokosmischen Ebene, das Bewusstsein durch den Körper zirkulieren zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass wenn man über ein konzentriertes Bewusstsein verfügt, kannst du wirklich bis auf Molekular, bis auf Zellebene, bis auf Atomebene einzelne Gensequenzen ansprechen. Und ich mache das von meiner Seite auch aus mit einer Seelensprache, also mit einer Sprache, die nicht verstandesmäßig gelagert ist. Und über die Seelensprache kriege ich immer wieder intuitive Codes, um bestimmte Gensequenzen anzusprechen. Einfach. Und letztlich sind wir ja in dem Prozess, dass wir unsere vollständige Genetik gerade aktiviert bekommen, von dem, was wir auch von den solaren Winden abbekommen und so weiter. Und ja, es ist ein Prozess, der unglaublich viel Selbstehrlichkeit und Hingabe erfordert. Also wirklich das Verstandeskontrolldenken auflösend, sich seiner eigenen Ohnmachtsthemen stellend, ne, in radikaler Ehrlichkeit und ja, damit innerlich auf Reisen gehen und zu schauen, okay, was, wie kann mich wirklich das Universum noch tiefer gerade jetzt führen? Ne, wo versuche ich noch selber zu steuern und irgendwas in meinem Lebensweg irgendwie zu regulieren und wo trete ich wirklich in mir zurück und lasse mich führen von der, ja, göttlichen Kraft. Okay. Bruno, Aline, wie ist es bei euch in der Praxis? Ja, also bei uns ist es ganz ähnlich in der Praxis, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Robin. Also ich sehe das auch überhaupt generell ähnlich, dass wir, dass es eine Chance ist, was jetzt gerade passiert, ja. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in der Heilungsphase, zwar in der Erstverschlimmerung, ja, und die wird vielleicht auch noch ein bisschen andauern und noch ein bisschen krasser werden. Aber warum ist das so? Es ist so, weil für uns Menschen jetzt der nächste Schritt ansteht. Es steht der Schritt an, für einen neuen Weg zu gehen und wegzukommen von dieser wertschätzungslosen Haltung uns selber als Menschen gegenüber, uns selbst gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber, unserer Natur und unseren Tieren gegenüber. Und ich glaube, diese Krise, die wir jetzt gerade erleben, wenn man es dann so nennen möchte, zeigt einfach sehr deutlich auf, wo jeder Einzelne gerade steht. Und es ist eigentlich eine Chance, die wir nutzen können, um zu schauen, okay, wo gilt es jetzt für mich, ganz individuell hinzugehen und ja, klar Schiff zu machen, dass ich in eine natürliche Lebensweise eintauchen kann und wieder menschlich lebe hier auf diesem Planeten. Und das machen wir ganz ähnlich. In der Bewusstseinsforschung ist es ganz wichtig, dass wir uns ehrlich hinterfragen, reflektieren, dass wir hineinfühlen von der Verstandesebene, wirklich in die Herzebene kommen, in die Gefühlsebene. Was jetzt ja gerade extrem ist, sind die Ängste, die überall präsent sind. Und ich glaube, dass das das wichtigste Thema ist, überhaupt im Moment sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, weil sie eben so deutlich spürbar sind jetzt. Ja? Ich glaube, dass all die Ängste, die wir, jeder Einzelne von uns individuell erleben, dass die eigentlich schon immer bei uns drin waren, aber jetzt eben sehr verdeutlicht zum Vorschein kommen. Das heißt, sie sind jetzt eigentlich möglich, gut zu spüren und da einzutauchen. Und ja, da geht es um Integration, da geht es hinzugucken, ganz individuell, jeder bei sich, was ist es, was es mit mir macht, ja? Was ist meine Angst da drin? Für die einen ist es die Angst vor einer Krankheit, vor einem Virus, der möglicherweise existieren soll. Für wiederum andere ist es vielleicht Angst vor Existenz, also Existenzangst, den Job zu verlieren oder vielleicht sogar von der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das beobachte ich sehr häufig, diese Angst. Also es ist eigentlich ein kollektiver Wandel, der passiert. Wir machen diesen Shift gemeinsam, aber jeder für sich mit seinen Themen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir jetzt wirklich den Mut haben
uns diesen Themen zu stellen, die schon so lange in uns schlummern, die Selbstverleugnung beiseite legen und wirklich ins Herz kommen, in die Gefühlsebene, dann haben wir ja eine Chance, wirklich in ein natürliches Leben einzutauchen und wirklich wieder gesund zu werden auf allen Ebenen. Darf ich dir eine praktische Frage stellen? Ich mache den Prozess ja. Ja. Ich teile meinen Klienten oder ich versuche immer, dass ich das möglichst das mitteile, was ich selber durchmache. Ja? Und ich weiß zum Beispiel vor 2 Wochen, also da hat es mich echt erwischt. Ja? Das war so grausam, es hat sich angefühlt. Ich kann dir das, das war, ich nenne es Schissigkeit, ich nenne es, es war so grausam. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Also ich habe gerade ein paar Baustellen laufen, mit denen, aber die sind alle nicht so grausam. Das ist Quatsch, das ist Kleinkram, das ist Scheiß. Ja? Der einfach nicht erwähnenswert ist, dieses Gefühl auszulösen, ja. Und dann ein Klient nach dem anderen ruft an und sagt, ich komme nicht klar, ja, ich kenne das Gefühl nicht, das ist, was ist das, was soll das sein, ja. Und bis ich dann halt echt bemerke, das ist so, das fühlt sich an, wie, als wäre was Altes, Dunkles erwacht und dann habe ich das interpretiert und ich habe festgestellt, für mich war es das Gefühl, dieses, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis alles zusammenbricht, ist nicht mehr. Es ist einfach vorbei. Es ist jetzt. Jetzt und nirgendwo anders und nirgendwann anders. Und dann habe ich Kommentare, wo ich, ja, also die Zeit euch hier, Revolution, und die war letztes Jahr. Ich braucht ihr jetzt nicht mehr dran denken, ihr braucht nicht mehr Demos, ihr braucht das alles nicht mehr, es ist Quatsch, ist vorbei. Ja? Diese Zeit ist jetzt, dieses Auseinandersetzen mit sich ist jetzt. Und ich kann halt nachfühlen, dass das wirklich ein grausamer Prozess ist, den wir alle gerade, auch ihr höchstwahrscheinlich in Echtzeit mitmachen und also auch ich in Echtzeit wirklich transformieren muss, in mir, in Liebe bleiben muss, nicht in die Verurteilung gehen, nicht da, also das ist wirklich ein anstrengender Prozess ist. Ist das für euch auch so? Nur kurz. Sorry. Dich. Ich fühle bei mir einfach, es wird immer dann anstrengend, wenn ich in Widerstand gehe, oder? Und dann ist alles qualvoll. Aber wenn ich diese Dinge, wenn ich diesen Gefühlen, die in mir da sind, einfach offen begegnen kann und Ja sagen kann, nur dieses Ja, ich muss nichts Großes drumherum machen, einfach nur dieses Ja zu dem, was jetzt gerade bei mir ist, dann ist dieser Widerstand einfach nicht da und dann kann ich direkt da reingehen. Und wenn ich da reingehe in die Angst, Wut, Trauer, was es auch dann immer ist, ohne Widerstand ist es eine komplett andere Geschichte. Dann habe ich die Möglichkeit, wirklich das zu spüren, es durch mich hindurchfließen zu lassen und zu transformieren. Ich glaube, das Schlimmste, wirklich, was man machen kann, ist, in den Kampf zu gehen mit sich selber und mit seinen Wahrnehmungen. Dann wird es wirklich schwierig. Und alles andere, ja, das ist manchmal schmerzhaft, das stimmt, aber es ist eben nicht qualvoll und es ist machbar. Wenn Widerstand kommt und da ist, und das darf ja auch mal sein, als Gefühl, dieses, ach, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit dem auseinanderzusetzen, dann nehme ich eben genau dieses Gefühl auch in Wertschätzung wahr und sage Ja dazu, auf der Gefühlsebene. Und dann geht das manchmal in Sekunden, manchmal geht es auch länger. Es ist einfach völlig in Ordnung, wie lange es auch immer dauert, aber so hat man überhaupt die Möglichkeit, da durchzukommen und auch auf der anderen Seite wieder raus. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir an Sicherheit geben können. Du kannst da reingehen in deine Gefühle. Es passiert dir nichts. Im Gegenteil, es wird dich unglaublich bereichern. Ja. Darf ich einfach reingehen? Ich bin ja jetzt kein Therapeut oder mache irgendwie sowas, aber ich muss genauso damit klarkommen wie alle anderen. Und ich habe heute auch vor der Sendung drüber nachgedacht, was sage ich da eigentlich? Es war ein wunderschöner Tag. Ich war in der Natur, die Sonne hat geschienen, bin mit dem Rad rumgefahren. Und ich habe dann mir klargemacht, dass das eben diese Unterschiede sind der künstlichen Welt, der KI, der Matrix und der natürlichen Welt. Und wie sie jetzt quasi so extrem beide sichtbar sind. Und dass jeder quasi auch irgendwo eine Entscheidung trifft. Und die Anknüpfungspunkte sind ja jetzt mit diesem ganzen Corona sehr deutlich. Die Matrix ist im Grunde in meinem realen Umfeld, habe ich hier nichts mit Corona. Ne? Und ich trage keine Maske, ich gehe so einkaufen. Da kommt man aber eben schon, wo es anfängt mit der Matrix, wo die Leute einen dann angucken und so. Und da sieht man dann die
Unterschiede, die einen, die jetzt auch in der Natur zum Beispiel eine Maske tragen, wo ich sage, Leute, ne, also in diesem vorauseilenden Gehorsam oder auch in der Angst, dass überall jetzt irgend so ein Virus ist oder auch man nicht anecken will, wo quasi die Leute, da, also Menschen dann Dinge der Matrix machen, also quasi mitmachen, sich in diese KI transhumanistische Zukunft ziehen zu lassen. Und ich unterscheide dann immer wieder sehr deutlich zwischen Menschen oder dem Menschlichen und dem Unmenschlichen. Und wir erleben sehr viel Unmenschliches, was heute passiert. Es ist unmenschlich, was mit den Kindern passiert, mit den alten Leuten. Es ist unmenschlich mit dem ganzen Planeten, weil es passiert so, diese Angstgefühle alleine, die kenne ich ja auch. Es ist entsetzlich, was mit den Menschen im Moment passiert. Aber auf der anderen Seite eben, da sehe ich es auch, die Welten trennen sich sozusagen an dieser, in dieser Situation, dass man es vielleicht bewusst erkennt und bewusst unterscheidet. Jetzt ist das Matrix oder ist das reales Leben, ist das Schöpfung, ist das die Natur, die Liebe, das Menschliche? Und das bewusst zu machen, vielen Leuten ist es ja nicht bewusst. Ne? Sie haben unbewusst Angst und wir sind alle erzogen, im Verstand zu denken. Und ja, die Wissenschaftler haben ja gesagt, Corona und was weiß ich, jeden Tag in der Tagesschau Neuinfektionen, obwohl das so eine scheiß Lügen sind, wo ich mich an den Kopf fasse, dass die Journalisten das da mitmachen, aber werden halt gut bezahlt. Ne? Es sind ja keine Neuinfektionen und das wisst ihr alles. Aber das zu erkennen, dass im Grunde im realen Umfeld, ich kenne immer noch keinen, der an Corona gestorben ist und auch noch nicht mal welche, die Corona haben. Jetzt haben sich die ersten impfen lassen und dann auf einmal geht es ihnen schlecht und so. Da sehe ich also, wie diese Lügen dann, man kann sie eigentlich erkennen, aber ich sehe eben auch, wie es bei anderen funktioniert. Wir haben es in einer Familie quasi. Die Freundin von meinem Vater, der ging es auf einmal schlecht und wir haben so einen Familienchat und dann fragte ein Bruder, ist sie denn wenigstens geimpft? Ja, ist sie gerade, ah, Gott sei Dank. Und dann habe ich gesagt, Leute, sie ist geimpft und jetzt geht es ihr schlecht. Und ihr sagt, Gott sei Dank ist sie geimpft. Merkt ihr es einfach. Ne? Also da denke ich, da ist dieses Verstandesdenken, was natürlich diese Programmierung, diese Matrix, die bei denen wirkt, das kann man auch nicht sagen, die sind doof oder so, aber ich wundere mich dann so ein bisschen und versuche dann, die aufzurütteln und zu sagen, guck doch mal, ne, sie ist geimpft und dann geht es ja auf einmal schlecht. Und vorher ging es ja eigentlich immer gut. Oder klar, man kann immer sagen, was ist die Ursache, dass es einem gut oder nicht gut geht. Aber das bewusst zu machen, beobachten, was ist jetzt, was passiert da und wo werden wir manipuliert? Und wie können wir uns davon befreien? Das ist ja eben, ihr habt es auch alles schon gesagt, dass wir ehrlich zu uns selber sind und selber beobachten. Ich kann halt nur für mich jetzt das beobachten, dass was andere machen, da habe ich aber keinen Einfluss. Ich kann im Grunde nur für mich selber sagen, ich entscheide mich dafür, mich selber immer wieder zu betrachten, auch die Ängste, auch die Sachen, die ich übernommen habe, vielleicht vom Vater, Mutter, keine Ahnung, von was auch immer. Oder von der Matrix. Wir haben ja alle Dinge übernommen irgendwie im Aufwachsen. Ne? Und dass ich da mich beobachte und sage, was davon ist das, was in meinem Herzen ist, die Liebe, was ist menschlich und was ist Matrix, was ist künstlich, was ist unmenschlich. Und die KI, die ist eben nicht, die hat keine Liebe, die ist hochintelligent, natürlich, lieber dumme, wie heißt das, natürliche Dummheit als künstliche Intelligenz, ist die Frage, was besser ist. Also Intelligenz ohne Liebe ist halt sehr gefährlich und da geht es hin, wenn wir nicht aufpassen. Und da ist für mich immer wieder, wie gesagt, weil ich nicht therapeutisch arbeite, aber eben Aufklärungsarbeit, die Menschen immer wieder dran zu erinnern, besinnt euch, macht es euch bewusst, was hier läuft, beobachtet euch selber, was macht es mit euch. Und im Grunde ist jeder auf sich selber zurückgeworfen. Ne? Auch wenn wir zu Hause jetzt, wir dürfen nicht raus oder dürfen nicht in Urlaub oder nicht mal im eigenen Land oder haben Ausgangssperre, je nachdem, oder nicht zur Schule oder was auch immer. Wir sind sehr auf uns zurückgeworfen und jeder muss das irgendwie verarbeiten. Und es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, gerade in diesen herausfordernden Situationen, da wächst die Seele am meisten. Und wir haben als Menschheit im Moment eine ganz
großartige Chance, wirklich das abzuschütteln, was nicht menschlich ist. Aber das zu unterscheiden, und wenn man es nicht merkt, dass das unmenschlich ist, was im Moment passiert, und sagt, naja, es ist ja für irgendwas gut. Wenn man es nicht merkt, dann gibt es eben da die Eingehen vielleicht in die Zukunft. Robin hat es ja beschrieben und ich sehe es ähnlich, dass es da diese Ebenen geben wird, aber auch die andere Ebene, wo die Menschen quasi wieder menschlich miteinander umgehen werden, mit der Schöpfung umgehen werden, respektvoll mit allem umgehen werden. Wie das im Einzelnen aussieht, auch dieser Aufstieg oder die Trennung oder ich weiß es nicht. Ne? Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir quasi unsere innere Wahrheit, wieder unser Herz darauf hören, also nicht auf den Verstand. Und diese Unterscheidung ist jetzt so wichtig, weil wir werden so mit so vielen Lügen umgeben, auch in den alternativen Szenen, dass es manchmal ganz schwer ist, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Diese Unterscheidung, das ist jetzt so wichtig wie noch nie. Und wenn wir da einen guten Zugang haben zu uns selber, und das ist eine Arbeit, eine bewusste Arbeit, immer wieder zu sagen, ich lege auch die Blockaden ab über meine Liebe, über meinem Herzen, die ich mir auch im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe meines Lebens, auf die Blockaden, die ich mir selber erschaffen habe, um mich nicht verletzen zu lassen. Weil dieser Planet ist, und es gibt viele Verletzungen und viele Ängste, und dann macht man irgendwie zu. Das wieder zu bearbeiten und wieder aufzumachen, das ist eine ständige Tätigkeit. Und ich glaube, im Moment sind die Menschen kollektiv quasi in so einer, ja, Erstverschlimmerung einer Heilungsphase, ist genau richtig, sehe ich auch so, wo es im Moment natürlich ganz, ganz schlimm ist, ganz heftig, sehr leidvoll für viele, aber auch eine großartige Chance. Aber ich wünsche mir eben, ich möchte so viele Menschen noch aufrütteln und sagen, kommt doch mit in die menschliche Zukunft. Das andere ist eine Matrix, da gibt es ja auch in dem Film Matrix den einen, der verrät die alle, weil er sagt, ich weiß, es ist eine Matrix, aber ich mag so ein Steak und so, wenn er den Film gesehen hat, der einfach lieber an der Matrix lebt, obwohl er weiß, die ist nicht echt, aber ist halt bequemer. Und der Kampf, da rauszukommen, ist halt nicht einfach. Also es ist ein wunderbares Bild mit den Matrix-Filmen. Ich denke, da haben wir jetzt wirklich die Chance, dass sich aber auch jeder entscheiden kann. Und man kann ja auch respektieren, wenn jemand sagt, nö, ich finde das gut, ich lass mich impfen und was auch immer. Das hat halt Konsequenzen. Und wie Robin das sagt, ich habe es auch von anderen gehört, dass wirklich das schon klar ist, dass das wirklich mehrere Inkarnationen sozusagen nochmal braucht, um dann wieder dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Aber jeder hat auch das Recht, das zu entscheiden. Ich wünsche nur eben so, dass jeder von uns dazu beiträgt, möglichst viele Menschen aufzurütteln und zu sagen, guckt euch an, was hier läuft, entscheidet euch, macht es euch wirklich bewusst, dass ihr Menschen seid und dass ihr Liebe in euch habt, auch wenn sie vielleicht verschüttet ist unter ganz vielen Verletzungen. Arbeitet daran, und damit wir eine liebevolle menschliche Zukunft erschaffen können. Joe, ich würde an dem Punkt gerne mal kurz einhaken. Bruno, Christa, Martin, wer von euch sich jetzt angesprochen fühlt? Ich würde gerne dazu was sagen. Ich weiß, darf ich es ganz kurz formulieren? Ach so. Ganz kurz. Ich verstehe den Gedankengang total, aber ich werfe jetzt mal zwei, drei Stichworte ein. Erstes Stichwort, asurisch, nicht menschlich, trotzdem auf diesem Planeten, kümmert uns das oder nicht? Zweitens, für mich, wenn ich das System, so wie ich das begreife, wahrnehme, ist es ja genau das, was gerade passiert. Der göttliche Mechanismus greift, ja, und das Bewusstsein wird sogar abgesenkt durch die Impfung. Das heißt, dass eine Inkarnation hier nicht mehr möglich ist. Das heißt, dass genau das danach passieren kann. Der Vedische, das Menschliche kann wieder kommen. Nur diese Asurischen, die können nicht mehr hier inkarnieren. Das ist der Witz. Bruno, Christa, du wolltest auf jeden Fall. Ja, ich wollte mich dem anschließen, was Ju gesagt hat. Also ich bekomme ja täglich viele E-Mails oder PNs über Facebook und so weiter. Und viele Leute fragen, was mache ich in meiner Familie? Da geht eine Spaltung durch. Ich komme nicht weiter. Mein Onkel lässt sich impfen, mein Vater lässt sich impfen und so weiter und so fort.
Und ja, das ist nicht einfach. In meiner Familie ist es zum Glück etwas anders, aber mein ältester Enkel hat auch schon angedeutet, dass er sich impfen lässt. Ich war völlig fertig im ersten Augenblick und ich habe dann überlegt, wenn es sein Weg ist, dann muss er den gehen. Dann kann ich nichts dran ändern. Er kennt unsere Argumente. Er hält das für Verschwörungstheorie. Ja, der ist jetzt in der Uni und der ist voll von diesem System eingenommen. Und wenn das sein Weg ist, muss er den gehen. Und dann muss man ihn auch gehen lassen. Es ist ja letztendlich nichts Schlimmes. Gott ist gnädig, ja. Und er braucht halt noch mal ein paar Runden zusätzlich. Okay, dann ist es halt so. Ich denke, wir müssen viel, viel gelassener werden, was diesen Riss durch die Gesellschaft anbetrifft. Ich merke hier gerade ganz, ganz stark die unterschiedlichen Welten. In einem der Tannus-Bücher steht ja, dass das erste und zweite Erde, dass die nebeneinander existieren werden. Und das merke ich gerade hier ganz massiv. Wir wohnen hier etwas ab aus, also nicht mal in einem Dorf, sondern wirklich im Wald. Das ist hier wie so eine Blase. Ja, also das ist völlig, andere würden sagen, ist realitätsfern. Ja, ich lebe hier nicht in der normalen Realität. Ich kriege die mit, wenn ich in mein Auto steige, um einkaufen zu fahren, in den nächsten Laden. Dann kriege ich das mit, aber ansonsten kriege ich nicht mal mit, dass Corona ist, wenn ich es nicht über das Internet mitbekäme. Das meinte ich eben genau, dass das ist die Matrix und meine reale Welt ist auch wie so eine Blase. Ne? Ich habe wirklich Natur um mich. Du kennst es ja auch, Christa, und die meisten von euch kennen mich auch persönlich, außer Martin. Und dass wir da merken, wie sich die Welten trennen. Und Simon, du hast nochmal darauf hingewiesen, dass das ein göttlicher Plan ist auch. Und man kann es ja auch so sehen, dass der Planet befreit sich von den Parasiten oder wie auch immer man sie nennen will. Ne, also ich nenne sie die, ob sie jetzt Asuras oder wie immer genannt werden, die Unmenschlichen. Ich unterscheide eben das Menschliche, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Menschen sind ja auch böse und machen böse Dinge. Und dann denke ich, ja, im Prinzip ja, aber eigentlich das Menschliche ist für mich eben, dass wir in unserem Herzen die Verbindung haben mit der Quelle und uns verbinden können, aber wir haben auch natürlich die Möglichkeit, das zu leugnen und uns für was anderes zu entscheiden. Das heißt, es gibt Menschen, die auch ganz entsetzliche Dinge tun. Und die Schöpfung hat uns das ermöglicht, ne, und erlaubt. Das ist der freie Wille. Und deswegen kann man auch sagen, ich beobachte das auch manchmal mit einem weinenden Auge, wenn sich Leute so und so verhalten, aber die dürfen das. Ne? Und wer bin ich denn, dass ich denen sage, sie dürften das nicht? Sie haben den freien Willen. Mein Wunsch ist nur eben, dass man irgendwie ja, das bewusst macht, wie sehr man vielleicht sich für etwas entscheidet, weil man manipuliert ist und es sich nicht wirklich klar gemacht hat, wo es hinführt. Entschuldigung, wenn ich das Wort wieder an mich gerissen habe. Aber ja. Ich glaube, es ist für uns aktuell sehr, sehr wichtig. Und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel der aktuellen Zeit. Die Ängste zu nehmen, die in uns schlummern, richtig reinzugehen, sie sich anzusehen, wovor habe ich Angst? Weil die meisten haben vor einer irgendwie abstrakten Angst. Die können das gar nicht direkt auf irgendeine Gefahr zurückführen. Und diese abstrakte Angst, die macht sie regelrecht kaputt, die frisst von innen auf. Und wenn man da einmal reingegangen ist, sie sich angesehen hat und hat erkannt, ich brauche vor gar nichts Angst zu haben, dann kann man die mehr oder weniger direkt auflösen. Und ich glaube, das ist jetzt zur aktuellen Transformationszeit sehr einfach. Einfacher als noch vor 3 Jahren. Und ich glaube, ohne diese Ängste aufzulösen, kommen wir auch auf unserem Weg in die 5. Bewusstseinsdimension überhaupt nicht weiter, weil diese Ängste uns immer festhalten, blockieren. Die sitzen ja irgendwo in uns und sorgen dafür, dass wir eben uns nicht so verhalten, wie wir uns normalerweise verhalten würden. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis unserer Mitmenschen. Die haben auch extreme Angst. Die meisten von denen sitzen tagtäglich vor ihrer Glotze und lassen sich da beschallen mit diesen angstmachenden Nachrichten. Ihnen wird immer mitgeteilt, wie tödlich und wie schlimm das doch ist. Und sie haben
auch Angst davor, jetzt loszugehen und zu sagen, Moment, jetzt schaue ich mir einfach mal die Todeszahlen in Deutschland mal wirklich an. Wie viele Menschen sind denn im letzten Jahr gestorben? Würden Sie das machen, sind Sie Selbstdenker? Und dann ist man sofort Nazi, Verschwörungstheoretiker und was nicht alles. Es wird sofort die Rufmordkeule rausgeholt. Und das erlebe ich ja selbst bei mir immer wieder aufs Neue. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich mich schon aus vielen Bereichen komplett rausgezogen habe und mein Freundeskreis eigentlich nur noch aus den Menschen besteht, die selber denken, die weitergehen, die selber recherchieren. Und das hat eine ganz andere Qualität. Aber ich habe Nachbarn. Und da erlebe ich das immer wieder, wenn die anfangen, schon fachzusimpeln, mit was bist du geimpft worden? Ich will aber lieber das, ich will das nicht und ich möchte das. Und ich stehe dann daneben und denke, ich will gar nichts von dem Dreck in meinem Körper haben. Aber wenn ich das sagen würde, ist sofort wieder sofort abgestempelt, ja, zack, der Haken dran, Verschwörungstheorie, wie heißt das nochmal, Rechtsesoteriker, ja, völkische Rechtsesoteriker, man ist sofort in die Schublade abgeschoben und bleibt da drin. So, und da denke ich mir, gehe ich doch lieber meinen Weg, ich bin doch Schöpfer, warum darf ich mir denn meine Zukunft nicht selbst erschaffen? Und ihr habt das vorhin so schön gesagt, unsere Zukunft ist vedisch, der Planet ist vedisch. Also es ist doch sinnvoll, sich jetzt schon intensiver mit dem Vedischen zu befassen, A, um wieder in seine Stärke und seine volle Kraft zu kommen, um dann auch wieder das Ruder auf diesem Planeten rumzureißen. Das Militär, das wird die Rahmenbedingungen schaffen. Befreien müssen wir uns selber. Und das ist ein psychologischer Prozess, ein rein psychologischer Prozess, der findet nur bei uns im Kopf statt. So, und wenn ich es schaffe, diesen Prozess zu durchlaufen, dann muss mir keiner einen Zettel geben, du bist jetzt souverän. Weil dann ist man souverän, da strahlt man aus. Und dann gibt es auch überhaupt keine Probleme mehr oder immer weniger Probleme in den Geschäften. Weil wenn man ich bin aufgrund einer Vorerkrankung per Attest befreit vom Tragen der Maske und wenn ich reingehe, ich bin so oft denunziert worden, aber irgendwann denke ich mir, das sind arme, kleine Menschlein, ganz extrem geprägt von Angst und das Einzige, was ich denen geben kann, ist mein Mitgefühl. Mehr kann ich da nicht machen. Ich kann nicht hingehen an den Kopf und so, bupp, du bist jetzt in der fünften Dimension. Das geht nicht, das müssen die selbst machen. Ich kann ihnen die Türen zeigen. Durchgehen müssen sie selbst. Und ich glaube, das ist unsere aktuell wichtige Aufgabe, weil die Zeit der Aufklärung, die ist vorbei. Das war im letzten Jahr und noch ein bisschen in diesem Jahr. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt sind wir gefordert, dass wir in uns arbeiten. Und das ist wieder das, was ihr auch schon alle gesagt habt, der Riss durch die Gesellschaft. Da sind wir gefordert im Loslassen, dass wir wirklich unsere engsten Verwandten loslassen können, weil wir wissen, sie haben ihren freien Willen, wir wollen unseren freien Willen behalten, also haben wir das zu akzeptieren oder zumindest zu tolerieren, dass sie eine andere Entscheidung getroffen haben als wir. Ja, ich finde das mit die Souveränität, die man ausstrahlt, das finde ich, du hast es beschrieben und ich erlebe das immer, auch wie man da wächst in seiner Souveränität. Also wenn ich mich betrachte vor einem Jahr, aber auch vor 20 Jahren oder 50 Jahren, ich war ein total anderer. Ich hatte auch jetzt eine Maske getragen, nur um nicht anzuecken und dass die Leute gucken. Und jetzt gehe ich wirklich, ich habe fast keine Maske. Ich muss wirklich eine suchen, wenn ich eine brauche, was ganz selten ist. Und ich gehe so einkaufen und ich werde ganz selten angesprochen. Weil ich glaube, ich strahle auch diese Souveränität aus. Also die Leute sehen es und sie gucken so. Ne? Aber das ist ja im Grunde, die Menschen wachsen ja auch so auf, sie orientieren sich an anderen. Also Kinder, Babys, die gucken immer erstmal. Es gibt ja so ein Beispiel, wo man einen Versuch gemacht hat mit Babys oder Kleinkindern, die dann mit Pythons gespielt haben. Und die haben immer zu den Erwachsenen geguckt und die haben für das Experiment eben ganz entspannt gewirkt, weil die auch sagten, da passiert nichts. Und die Kinder haben sich orientiert, wenn die Eltern entspannt gucken, dann ist alles in Ordnung. Und wenn die Eltern aber jetzt nervös sind, ne? Also man orientiert sich an anderen und natürlich die meisten Eltern heute sind selber konfus und wie sollen sich die Kinder daran orientieren? Ich denke, Leute wie wir sind auch eine Orientierung für andere und zu zeigen, dass wir souverän sind und dass wir auch ich zeige das, glaube ich, auch im Laufe meiner Entwicklung meinen Zuschauern, wie ich mich entwickelt habe und wie ich mich verändert habe und wie ich gewachsen bin in meiner Persönlichkeit. Ich war wirklich ein anderer Mensch früher. Ich will aber damit nicht angeben, sondern ich will es eigentlich jedem ermöglichen, Leute, wenn ihr
euch die Sachen bewusst macht und an euch arbeitet, und das ist eine schwierige Arbeit, aber es ist machbar, dann werdet ihr euch verändern und könnt euch verändern. Es sei denn, ihr entscheidet euch, nö, ich bleib doch lieber in der Matrix. Ne? Also das ist ja eine Entscheidung, die man auch jedem zugestehen muss. Aber mein Wunsch ist eben, dass die Menschen jetzt auch bewusste Schöpfer werden, in ihre Souveränität als Menschen kommen und es eben unterscheiden von dem, was mit uns geplant ist. Gut. Ja, schön. Ich will das noch nicht übernehmen an dieser Stelle. Sehr ganz gut, kurz. Genau das wollte ich vorschlagen. Ich habe den Bruno noch gar nicht gehört. Bruno, und zwar, es war super spannend, wirklich jetzt, dass, wie sich das alles aufgebaut hat. Und ich habe mir insgeheim gedacht, ich würde gerne eine ganz persönliche Geschichte mit euch teilen, die im Ende dann in der Essenz alles andere als persönlich ist. Und zwar, vor 30 Jahren war ich ziemlich stolz, dass ich ein Lichtarbeiter bin. Ich habe als Transmedium gearbeitet und Naturheiler eine Praxis in Zürich gehabt und habe wirklich allen versucht zu helfen. Ich war so super hellsichtig, ich habe sofort gesehen, wo jemand krank ist, was die Ursache ist, ob das Stromleitungen sind, Erdverwerfungen, was auch immer. Und ich war in ständigem Kontakt mit der geistigen Welt. Und auf dem Höhepunkt meines Stolzes, ein Lichtarbeiter zu sein, hörte ich ein Lachen aus der geistigen Welt. Und dann kam folgende Message. Du bist alles andere als ein Lichtarbeiter. Dann habe ich gesagt, Spinsch, was ist da eigentlich los? Bist du nicht ganz dicht da oben? Ich bin 24 Stunden am Tag für meine Mitmenschen da und ich gebe alles. Und ich weiß, sie nur gelächelt und haben gesagt, du siehst überall nur das Schlechte. Auch wenn meine Motivation schon die richtige war, aber durch mein vermeintliches Lichtarbeitersein war ich total fokussiert auf den Schatten, auf das Dunkle, auf das Schlechte, auf das Krankmachende, die Krankheit und so weiter. Und damals, das war jetzt vor 30 Jahren etwa, habe ich das gelernt, was heute im Kollektiv gerade geschieht. Nämlich erst, wenn du dich intensiv und ganz klar als Schattenarbeiter definierst, indem du deinem eigenen Schatten begegnest und durch ihn hindurch gehst, wirst du zum Lichtarbeiter und nicht vorher. Alle Versuche, es zu bekämpfen oder darum herumzukommen, sind sinnlos. Und das ist es, was ich jetzt beobachte in der Welt. Die Menschen kämpfen jetzt eben, wie ihr es ja auch gesagt habt, mit ihrer Angst, mit ihrer Unsicherheit und so weiter. Und ich habe damals gewusst, ich muss Werkzeuge entwickeln, damit die Menschen heute Werkzeuge haben, um mit dem, was jetzt ist, umgehen zu können. Damals war ich noch voller Hoffnung, dass sie es dann auch nehmen werden. Heute weiß ich, dass die es am nötigsten hätten, es niemals anwenden würden. Das heißt, die von uns etwas wirklich Wesentliches lernen könnten, hören uns nicht zu. Ja, und die anderen, die können es im Prinzip schon. Sie müssen es nur noch ein bisschen intensiver tun, nicht mehr so nebenher. Jetzt ist die, wie du gesagt hast, Martin, die Zeit der Vorbereitung ist um. Wir haben uns 20, 30, 40 Jahre vorbereitet und jetzt sollen die anderen das in 2 Wochen machen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber es ist verdammt schwierig, weil ich war ein extrem engagierter Schüler. Und ich habe nichts wirklich kapiert. Bis zu dem Moment, wo ich mich getraut habe, mich meinem Schatten zu stellen, und zwar ganz, ohne Vorbehalte, ohne Positivdenken, ohne Intellektualisieren, ohne Schönreden, ohne irgendwelche Erklärungen. Denn jede Erklärung, was in mir gerade geschieht, ist ein Versuch, von dem wegzukommen, was ich gerade fühle. Ja? Und jetzt ist es der Menschheit nicht mehr möglich, ihren Gefühlen auszuweichen. Es sei denn, sie impfen sie sich weg, respektive den Zugang dazu. Das ist also für sie die Endlösung und für uns der Beginn, unsere eigene, ich sage jetzt mal vedische Welt, wieder
ich sage nicht mal aufzubauen, ich sage wieder in Besitz zu nehmen, denn sie ist tatsächlich schon immer da gewesen, aber wir waren weg. Ja? Es ist nicht so, dass der liebe Gott uns im Stich gelassen hat. Vielleicht zum Schluss noch eine andere kurze Anekdote aus meinem medialen Leben. Ich war immer Jesus-Fan und ich wollte immer mit, ich habe viel Kontakt mit Jesus gehabt, auch medial und hellsichtig und in der Natur. Ich habe viele Gespräche mit ihm führen dürfen. Und eines Tages saß ich in meiner Praxis und eine Kundin, weißt du, bei Esoterikern, Naturheilen und so, da muss man ja nicht absagen. Das sind ja alles liebe Menschen, da kann man einfach nicht erscheinen. Und ich hocke so da und damals hatte ich das Geld wirklich nötig und ich wollte mich gerade ärgern. Sagt die geistige Welt zu mir, jetzt nimm dir doch mal die Zeit für dich. Es öffnete sich ein Vorhang, ich sah mich selbst, wie ich renne. Irgendwo nach vorne, zu Gott, zu Jesus, wo ich hin wollte. Und ich rannte und rannte und rannte und plötzlich hörte ich hinter mir eine Stimme, die sagt, Bruno, Bruno, bleib mal stehen. Ich drehe mich um, steht Jesus hinter mir und sagt, du, jetzt kann ich nicht mehr, ich bin fix und fertig. Du bist schon vor Jahrzehnten an mir vorbeigerannt, in deinem Eifer vorwärts kommen zu wollen. Jetzt halt mal ein. Entspann dich, ich bin schon da. Du warst nicht da. Und das hat mich halt geprägt und deshalb bin ich so, wie ich bin. Danke. Sehr, 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 sehr schön. Das bringt mich auf den, das bringt mich auf zwei Gedanken. Erstens hat jetzt jeder gesprochen, auch wenn Robin kurz gesprochen hat, das muss ich gestehen. Das werden wir gleich nochmal wiederholen. Ich würde gleich gerne noch einen Blick auf die Kommentare, auf die ersten mal werfen. Für mich, Bruno, also ich sehe das an mir, an unserer Arbeit. Es ist dieses, ich habe das mal genannt, dieses Verschwenden von Energie an Kämpfen gegen das Leben, gegen sich selber. Also wir schöpfen uns unsere Realität. So ist es einfach nicht unsere, sondern die Realität. Ja, es ist... das heißt, unser Unterbewusstsein sorgt permanent dafür, dass uns das Beste begegnet, was uns passieren kann, aus welcher Sicht. Ich sage jetzt mal für mich, ich nenne das immer aus Sicht der Seele. Ja, also der Körper, okay, der kann schon mal geopfert werden, aber die Seele, die sollte nicht beschädigt werden. Ich bin auch der Meinung übrigens, dass es geht. Werden mir viele widersprechen. Ich glaube sogar, dass Seelen ausgelöscht werden können, tatsächlicherweise, wenn sie komplett gegen das Informationsfeld verstoßen. Aber... ganz wichtig, das heißt ja für mich auch zum Verständnis, und das war auch der Punkt von vorhin ganz häufig, für andere Menschen. Also ich muss mit denen gar kein Mitleid haben oder irgendwas, es muss nicht, weil denen passiert genau das, was für sie zu dem Zeitpunkt am allerbesten ist. Und wenn der Restart durch Impfung am allerbesten ist, dann ist es so. Dann wer bin ich zu entscheiden, dass das für die schlecht wäre? Also das ist schon, aber ich habe auch da immer... können wir mal zum Denken mitnehmen, für mich ist es diese Handlungsebene. Trotzdem habe ich ja auf Handlungsebene irgendwie den Wunsch oder, also ich glaube ja zum Beispiel, dass zwei Systeme parallel existieren werden. Das hast du auch, ich weiß nicht, wie sind eure Informationen, dass einfach dieses Licht-Asurische jetzt hochkommt, dieses Dunkel-Asurische hier im Endeffekt vorbei ist, dieses Licht also und irgendwo dazwischen so ein Vakuum ist, wo die Menschen dann auch Farbe bekennen müssen und sagen müssen, ja, wir wollen. So, wir übernehmen jetzt hier das Zepter, weil wir sind dazu besser in der Lage. So. Und ich glaube auch, dass das dann funktionieren wird mit diesen Menschen, die da sind. Aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein an dieser Stelle, dass wir, wenn wir unser Mitleid ablegen, nicht auch gleich unser Mitgefühl verlieren. Nee, da gebe ich dir definitiv recht. Das ist auch mal ganz oft Thema. Ja, heißt das denn, ich darf doch? Heißt es. Ja? Aber also wir haben auch im Coaching Themen wie du übernimmst Lasten von anderen Menschen, Emotionen. Ja, ist doch nett von mir. Nein, ist es nicht. Du nimmst ihnen nämlich auch Chancen weg damit. Entwicklungschancen nimmst du ihnen weg. Mhm. Ja? Aber das ist ein Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, definitiv. Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass es, und deswegen ist dieser Mechanismus dahinter ja sogar genial, deswegen ist das, was der Robin da rausbringt, so genial, weil es einfach zeigt, dass der Mechanismus funktioniert. Er lässt gar keinen zurück. Es ist überhaupt gar keine Strafe. Es ist überhaupt gar keine Strafe, geimpft zu werden. Und wenn es mir passiert, dann scheint es aus irgendeinem Grunde tatsächlicherweise für mich gerade das Beste zu sein. Ich verstehe zwar nicht, warum, aber dann bin ich wohl auf dem Holzweg. Und wenn ich das nicht bin, kann es mir ja eigentlich nicht passieren. Oder wie seht ihr das? Robin, sag was. Ich muss dein Mikro wieder anmachen. Ich habe gerade alle runtergeschaltet, weil irgendwie gemauschelt wurde in den Chats, dass die Mikros an sind und aus irgendeinem Grunde das ein Problem ist. Schalt deins mal bitte wieder an. Ja, das mit der Verantwortung und jedem Menschen seine Verantwortung geben, das ist natürlich nur dann möglich, wenn man selber in die Verantwortung kommt. Also das heißt, wenn ich für mich die Verantwortung nicht übernehme, dann versuche ich natürlich auch andere zu retten oder andere nicht in deren Verantwortung zukommen zu lassen. Und da zu schauen, okay, ne, auch jetzt gerade, wir schauen auf eine gespaltene Gesellschaft, wo liegt die Spaltung in uns? Also ist es wirklich immer wieder diese Spiegelungsfunktion unserer Umwelt, die uns auf innerpsychische Prozesse hinweist, die uns etwas zeigt in unserem Bewusstsein, was hier gerade noch in Heilung gehen möchte. Und wir haben wirklich eine ganz verdrehte Idee von Heilung und Krankheit. Das, was wir jetzt erleben gerade, indem dass die Symptome hochsteigen, ist die Heilung. Also die Symptome sind die Heilung. Es ist vorher im unterdrückten Zustand, wenn wir alles unter den Teppich kehren, das ist die eigentliche Krankheit. Der Widerstand vor dem oder dieses ganze Altlastgedöns, was wir uns nicht anschauen, das ist das Eigentliche, was Korrektur bedarf. Was jetzt aber hochkommt und was sich zeigt, das heißt, was ans Licht kommt, ist einfach nur dabei, gerade in Heilung zu gehen. Und es ist so paradox, weil es scheint so an der Oberfläche, an der Szenerie, dass das Chaos immer weiter ansteigt. Aber wenn wir uns wirklich in die Felder dahinter klinken und mal reinfühlen, okay, was für ein größeres Gleichgewicht findet gerade statt, wenn auf einer Ebene, auf der äußeren Oberflächenebene, das Chaos gerade ansteigt. Es hat damit zu tun, dass insgesamt das Gleichgewicht gerade wiederhergestellt wird. Und das ist der Mechanismus, von dem du gesprochen hast, der gerade einsetzt hier. Das ist eine Korrektur, dass die Schwingungsblase der künstlichen Matrix gerade aufgeht an unterschiedlichen Ecken und Enden durch das, was wir in unserem Bewusstsein auflösen. Also das heißt, wir sind alle wie Leuchttürme. Jeder, der sich in seinem Bewusstsein aus den Matrix-Kodierungen rausnimmt, ausklingt, bildet wie eine Lichtinsel. Und irgendwann, wenn, ne, also ich habe auch das Gefühl, dass eine kritische Masse bereits erreicht ist, irgendwann wird sich dieses Lichtgitternetz um die ganze Erde miteinander verbinden. Also dann wird es keine einzelnen Inseln mehr geben, sondern jeder, der in diesem Bewusstsein ist, wird sich bewusst ins Feld klinken, wo wir dann wieder miteinander auch ja, in einer viel schöneren, schnelleren Form kommunizieren können. Und das kriege ich jetzt schon mit, dass wirklich diejenigen, die schon in dem neuen Bewusstsein, in dem ausgeklinkten Bewusstsein sind, das Miteinander kann auf einer ganz anderen Ebene auf einmal stattfinden. Es geht viel leichter, Menschen zu begegnen und wirklich tief zu erkennen, innerhalb kürzester Zeit. Also Zeit spielt in diesem Prozess, in dem wir gerade stecken, absolut keine Rolle, weil es ein Prozess ist, wo wir uns aus der linearen Zeit, die für die Matrix extra kodiert worden ist, ausklinken. Ne, eines der machtvollsten Mittel, Menschen in einen kollektiven Schwingungszustand zu bringen, ist, ihnen eine Uhrzeit zu geben. Ein vorgegebener Takt, wie das Bewusstsein eingetaktet ist. Sekunde, Takt, Takt.
So, das ist eine Methode, um einen Schwingungszustand, einen kollektiven zu manifestieren. Und wenn wir uns aus der Zeit und auch aus dieser Idee von Linearität und Vergangenheit und Zukunft ausklinken und sehen, okay, mein Bewusstsein ist multidimensional, ich kann zwischen verschiedenen Zeitlinien wählen, dann ja, bekommt das Leben noch ganz andere Tönungen und Färbungen. Und das ist einfach, es ist ein riesiges Abenteuer, es ist ein riesiges Feuerwerk, was gerade in den Feldern stattfindet, wenn wir unser Bewusstsein öffnen und wenn wir, jeder von uns hier gerade zu dieser Lichtinsel wird, die sich dann zusammen zu einem Gitternetz verbinden und ja, letztlich der Erde zur Geburt verhelfen. Das ist das, was hier gerade passiert. Ich fühle mich sehr stark wie eine kosmische Hebamme, ein Geburtshelfer für einen letztlich Bewusstseinsprozess in einer Ebene, wo die Entfremdung wirklich sehr tief gegriffen hat. Also der Kontrast zwischen dem, was wir die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und fast schon Jahrtausende auf diesem Planeten erlebt haben, zu dem, wo es hingeht, dieser Kontrast ist unglaublich groß. Also wenn ich das vergleiche mit anderen dritte dichte Planeten, die durch diesen Prozess schon durchgingen, da ist dieses Spannungsfeld, was zurückgelegt werden musste, nicht so groß gewesen wie hier. Also es wird uns wirklich wie durch ein extrem starken Sog irgendwann in das neue Bewusstsein hineinziehen. Alleine schon, wenn die ganzen technologischen Sachen runtergefahren werden. Da gibt es ja so viele Repressionen aus dem technologischen Hochfrequenzfeld zum Beispiel. Wenn die für einen Moment, für sagen wir eine Viertelstunde, auf dem ganzen Planeten zum Beispiel durch einen installierten Stromausfall wegfallen, dann würde innerhalb kürzester Zeit so viel Bewusstsein schon wieder erwachen, dass das ganze morphische Feld auf einmal ganz anders aufgeschrieben ist. Und deswegen, es ist bereits da, es wird nur noch unterdrückt. Und wir sind es, die nach wie vor in unserem Bewusstsein durch die Akzeptanz dieser Matrix-Kodierung uns selber immer noch unten halten, uns selber noch unterdrücken und nicht den Mut aufbringen, uns mit uns zu konfrontieren, mit unserer Emotionalität, mit den Schatten, die wir über die Jahrzehnte vielleicht unter den Teppich gekehrt haben. Und dann, ja, also ich würde sagen, der Schlüssel ist da. Ist eine Aktion notwendig, dieses künstliche Feld wegzumachen? Geht es? Nochmal bitte. Ist da eine Aktion notwendig? Kann man diese künstliche Matrix, kann man die löschen? Können wir das? Definitiv. Es passiert ja gerade. Was machen wir denn gerade hier? Ja, weiß ich nicht. Ist es das, ja? Mehr ist nicht. Bruno, mehr ist nicht? Naja, wenn ich es wüsste, dann wäre sie schon weg. Ganz. Wenn ich es genau wüsste, hätte ich schon längstens gemacht. Aber ich kann nur sagen, es fühlt sich gerade wirklich so an, wie Robin auch sagt. Es ist vielleicht eine Zangengeburt, aber die Geburt ist eingeleitet, die letzten Wehen, die Presswehen sind da und jetzt müssen wir eigentlich, Aline sagt das immer so schön, jetzt müssen wir als Geburtshelfer stark sein, weil wir zuschauen müssen, wie andere halt während der Geburt leiden. Mhm. Ja, deshalb haben wir uns vorbereitet und stark gemacht, denn das größte Problem, was die meisten Menschen haben, ist, sie können nicht umgehen mit Leid. Mhm. Also zumindest war das meins. Ja. Ich hätte alles getan, damit kein Mensch leiden muss. Und wie schon gesagt wurde, ich hätte jedem die Chance zum Wachstum einfach weggenommen, aus purer persönlicher Unfähigkeit. Ja. Und wenn man das mal entdeckt, wird man sehr vorsichtig mit helfen und dafür sehr präsent mit da sein. Ja. Aber für mich, also muss ich sagen, wir hatten das vorhin ganz kurz, aber ich habe auch, also ich setze mich ja damit auseinander, wenn ich Leuten sage, ihr müsst euch damit auseinandersetzen oder Menschen das sagen, muss ich das ja selber machen, ne? Ist ja klar. Also setze ich mich damit auseinander, versetze mich in die Situation hinein. Und da kommen wir auch mal zu dem Aspekt, wie seht ihr das?
Also für mich ist es kein unrealistisches Szenario, dass ich jetzt wirklich sage, die fangen jetzt an damit. Also ob ich jetzt demnächst noch ungeimpft einkaufen kann, das weiß ich nicht. Ja? So, also würde ich jetzt, ich meine, Schweiz, gelobtes Land für uns Deutsche, okay, noch hatten wir schon mal das Thema, ne? Aber wie ist es für euch? Also wenn ich mich in die Situation reinversetze, diese Gefühle, die dabei hochkommen und ich sitze hier im Paradies. Ich habe hier 2 Hektar Land. Ich habe meine Mutter nebenan, die sich mit Gartenbau seit 40 Jahren auskennt. Oder wie lange? Ja, 30, na egal. Auf jeden Fall meine Schwiegermutter, die das mitmacht. Ich habe hier, ja, wir haben ein riesen Gewächshaus. Wir sitzen im Paradies. Wie ist das mit anderen? Was ist das? Du hast gerade gesagt, so. Das meinte ich vorhin mit dieser, ganz kurz, mit dieser Schissigkeit. Ich muss jetzt Farbe bekennen. Ich kann nicht mehr bei Facebook, oder ist nicht böse gemeint, aber ich kann nicht, es geht einfach nicht. Ich muss Farbe bekennen. Wenn ich einkaufen will, wenn ich verreisen will, ich muss diese bescheuerte Tests haben, im Moment schon. Und ich glaube, es kommt noch so weit, dass es noch indirekte Impfpflicht da gibt. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Und ich glaube, dass irgendwann, dass dieser Zeitraum, ich weiß nicht, wo der ist, vielleicht habt ihr Informationen, Joe, vielleicht hast du Informationen, 2, 3 Jahre, wie lange dauert das? Wie lange dauert dieser Zustand, ich muss das mit mir, ich freue mich drauf, versteht mich nicht falsch, aber ich weiß, dass das echt ein Prozess ist. Das ist ein Prozess, aber du sprichst so, als wäre das schon so dicht, nicht mehr anders sein könnte. Ich höre das natürlich auch, die wollen das natürlich und es geht alles sehr, sehr rasch. Aber trotzdem ist es, glaube ich, immer noch sehr, sehr, es ist noch nicht manifestiert. Sie versuchen es zu manifestieren und natürlich wird es immer enger. Das, wie gesagt, ich gehe immer noch so einkaufen und du sagst jetzt bald, dass man nicht mehr einkaufen können, ohne dass man geimpft ist. Das ist alles gewollt, aber es gibt natürlich auch Widerstand überall, weil auch ganz viele Menschen sagen, das kann es nicht sein, dass wir haben die ganze Zeit, sagen wir, das sind Rassisten, die jetzt Ausländer verurteilen, aber jetzt unterscheiden wir zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften und haben da eine Apartheid und die einen dürfen einkaufen und die anderen nicht. Ich glaube nicht, dass es sich so schnell, so einfach durchsetzen lässt, beziehungsweise nur, wenn die Menschen es mitmachen. Und es gibt natürlich die einen, die machen es mit, aber es gibt meines Erachtens sehr viel mehr Menschen, die das jetzt spüren, dass es das nicht sein kann. Und vielleicht muss eben noch mehr passieren. Vielleicht müssen Menschen erleben, dass ihre Angehörigen geimpft werden und kurze Zeit später kippen sie um. Oder ich wünsche niemandem was Schlechtes. Aber ich glaube, wir werden alle jetzt sehr viele Dinge erleben, wo wir auch... wo sich das nicht so durchsetzen lässt, wie sie es gerne hätten. Das sind ja wenige, die das für uns wollen, beziehungsweise eine KI, wie auch immer, ein System, eben eine Matrix, die sehr mächtig scheint, aber eben doch abhängig davon ist, dass wir als Schöpfer mitmachen. Und natürlich haben sie es bisher sehr gut über Jahrhunderte hingekriegt, dass die Menschen als unbewusste Schöpfer, sag ich mal, wir sind eben Schöpfer, aber die meisten erschaffen unbewusst und man macht uns dann Angst und sagt, ja, es ist freiwillig, aber man setzt uns so unter Druck, dass wir dann freiwillig Dinge mitmachen, die uns schaden. Jetzt kommt es so extrem auf die Spitze, dass wir es erkennen können, dass es uns schadet. Das ist die schmerzhafte Phase, deswegen sehe ich es noch gar nicht so, wie du es beschreibst, bald wird man nicht mehr einkaufen können. Dann ist es halt so, dass ich vielleicht jetzt sehen muss, wo kriege ich Kartoffeln her und vielleicht mit den Bauern wieder reden muss. Wir reden ja auch von der vedischen Welt. Also es gibt ja das Natürliche, wie gesagt, ich habe es beschrieben, das ist um mich ringsherum. Ne? Und die Matrix kann sich eigentlich nur in diesen Ballungszentren in den Städten wirklich durchsetzen, wo die Leute eben irgendwo in einem Hochhaus sitzen und natürlich keine Kartoffeln anbauen können. Und wenn dann Ausgangssperre ist, ja, dann verhungern die da oben. Aber so viele Menschen leben in der Natur, mit der Natur. Und ich sag mal, auch das Menschliche, auch wenn viele Menschen nicht bewusst sind, ich erlebe eben sehr viele
liebe Menschen in meinem Umfeld, wo es mich immer wieder zu Tränen rührt, einfach wie lieb die Menschen sind. Also nicht alle, aber doch sehr viele, die einfach herzensgute, liebe Menschen sind. Und ich glaube eben, dass es nicht so leicht geht. Aber eben hat Robin auch nochmal angesprochen, dass mit den Ausstrahlungen, unter denen wir alle leiden, die gesamte Menschheit, wir werden ständig bestrahlt, rund um die Uhr, um uns niedrig zu halten, mit niedrigen Schwingungen, mit schrecklichen Gedankenmustern von Folter, von Kinder, diese Gedankenmuster werden ausgesendet, so dass wir das alles ständig in unserem im Feld auch haben. Und wenn das irgendwann mal zusammenbricht, wie auch immer, da, genau wie du sagst, das muss eine Viertelstunde oder ein Tag oder ein paar Tage, dann ist die Menschheit auf einem ganz anderen Level. Ob das passiert, ich weiß es nicht. Und wer mich fragt, du hast gefragt, wie lange, 3 Jahre noch oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Ne? Also es steht meines Erachtens auch nicht fest, selbst die geistige Welt muss ja beobachten, wie die Menschen, in welchem Schritt, welcher Geschwindigkeit sie diese Veränderungen mitmachen und wie sie sich entscheiden. Und zu sagen, jetzt in 3 Wochen ist alles vorbei oder in 3 Jahren, kann keiner sagen, weil es ist ein Prozess, ein Heilungsprozess, es wurde auch schon gesagt, dass das, was wir als Krankheit sehen, oftmals ja die Heilung ist. Also Fieber ist für viele eine Krankheit, aber es ist die Heilung. Ne? Im Fieber heilen wir und genauso ist es eben, dass wir jetzt denken, das ist jetzt eine Krankheit, die wir kollektiv haben, aber in Wirklichkeit sind wir in der Heilungsphase, weil wir jetzt diese Konflikte, die wir mit uns selber haben und die wir erschaffen und mitgemacht haben, weil die jetzt aufgelöst werden können. Und das ist eine großartige Gelegenheit. Und ich glaube, dass es eben, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Also ich bin kein Hellseher, da müsst ihr andere fragen. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass es eben, es wird zwar noch eine Zeit lang auch sehr, sehr haarig sein, wirklich einkaufen zu gehen oder reisen zu dürfen oder dass man sich wirklich irgendwie tatsächlich in einer gewissen Weise zurücknehmen muss. Aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich komplett durchsetzen lässt. Aber was weiß ich denn? Nicht ähnlich. Also ich denke, ich bin da auch sehr eher optimistisch, weil ich auf der einen Seite ja mitbekomme, wie viele Menschen aufstehen gerade. Ja, das ist, also das sind unendlich viele und Menschen, die früher überhaupt nicht über sowas nachgedacht hätten. Also da, wo viel Druck ist, passiert auf der anderen Seite auch ganz viel Licht. Ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass es durchkommt. Und wenn, ist es die beste Möglichkeit für uns, eine Gegenwirtschaft aufzubauen. Ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll. Also, dass wir wieder einfach uns, ja, ich hole mir das bei dem und der hat wieder was. Ich lebe jetzt hier ja im Bereich der ehemaligen DDR und ich kriege von vielen mit, die sagten auch, solche Dinge sind ja früher schon passiert und wir haben uns geholfen. Da sind wir ja heute sehr weit von entfernt. Die Menschen früher hier im Osten, die haben sich tatsächlich unterstützt gegenseitig. Und das wird auch geschehen. Ich glaube, also ich merke, dass die Menschen hier auch viel kritischer sind, als wenn ich an eine westliche Großstadt denke. Ja, ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch so. In den Städten ist die Matrix eben sehr viel präsenter. Und da leben auch quasi die Menschen, die fühlen sich da hingezogen in die Städte, weil sie das moderne Leben sozusagen auch schätzen, während die Menschen, die quasi auch verbunden sind mit ihrem höheren Selbst, die fühlen sich eher von der Natur angezogen und leben dann eher, ich sehe das auch so, dass die Welten sich da schon trennen. Und es gibt ja viele Science-Fiction-Filme, wo uns so eine Zukunft gezeigt wird, ob es Terminator oder sonst was ist, wo es dann so diese Outlaws gibt, die leben in der Wüste oder irgendwo auf dem Land und die leben natürlich nicht so modern und die haben keine schicken Einkaufszentren, aber die leben auch und denen ist die Freiheit wichtiger als jetzt in einer Stadt zu leben, wo sie einen Komfort haben. Und wahrscheinlich wird es, oder möglicherweise wird es so sein, dass wir eine Zeit lang wirklich sagen,
Ich werde vielleicht jetzt demnächst nicht mehr nach Kanarien reisen, wenn ich mal Lust habe, weil das für mich möglicherweise nicht möglich ist, ohne mich impfen oder testen zu lassen. Und da habe ich keinen Bock drauf, ne? Also wir werden vielleicht die Einschränkungen haben. Und ich denke, da wird vielleicht auch eine Zeit lang sein, wo es so diese Welten sich auch trennen, dass es diese Blasen außerhalb der Matrix gibt und natürlich konzentriert die Matrix in den Städten, wo man natürlich alles genau kontrollieren kann. Und wer da eben nicht mitmacht, der kriegt dann, ja, der muss verhungern in der Stadt, ne? Gut, also für mich nochmal ganz klar, es war für mich kein Angstszenario, sondern es geht für mich um Vorbereitung, wenn das eintritt. Ich emotional, wenn ich mich dann damit auseinandersetze, habe ich, glaube ich, ein Problem. Es muss nicht eintreten. Das ist, sage ich gar nicht, dass es unbedingt eintreten muss. Ich würde jetzt, weil es ist jetzt Viertel nach acht, Martin muss sich irgendwann verabschieden um 20:30, glaube ich. Ich würde jetzt mal kurz einen Blick auf die Zuschauer werfen, auf Reaktionen, dass da vielleicht noch die Fragen auch an Martin nochmal, wenn da ein welche drin sind. Gucken wir mal gemeinsam. So. So, da haben wir Luisa dazu geschaltet. Luisa, was haben wir? Genau, beispielsweise Fragen. Laut. Ich weiß nicht, könnt ihr Luisa verstehen da hinten? Ja, gut, wenn ihr sie verstehen könnt, reicht es. Dann können die anderen es auch. Ist die Entscheidung für den vedischen bzw. lichtkollektiven Weg allein mit der Entscheidung für oder gegen die Impfung getroffen oder spielen noch andere Aspekte eine Rolle? Wer möchte? Bruno, Robin? Denke, das geht an den Martin, oder? Er hat wenig gesprochen, Martin. Martin, los geht's. Ich glaube nicht, dass das mit der Impfung zusammenhängt. Das ist einfach schon längst in unserem Erdfeld mit drin. Die Erde war früher immer vedisch und die Erde wird in der Zukunft auch wieder vedisch werden, weil das unsere natürliche Lebensweise ist. Die natürliche, sinnvolle Lebensweise von Schöpferwesen. Ich sage das jetzt ganz bewusst, um wieder, viele kennen den Spruch, den ich immer in meiner Sendung bringe. Ihr seid Riesen. Es ist wichtig, dass unsere Mitmenschen, die echte Mitmenschen sind, die einen göttlichen Funken haben, dass die auch wirklich diesen göttlichen Funken wieder aktivieren und in ihre Stärke und ihre Kraft kommen. Und das hat was mit Souveränität zu tun, das hat was mit Mut zu tun. Und wenn wir unsere natürlichen, gottgegebenen Fähigkeiten wieder reaktivieren, dann sind wir auch wieder mehr Schöpferwesen als unsere Mitmenschen, die jetzt noch in den Städten ihren Ängsten frönen und mit Masken rumlaufen. Aber das sind alles individuelle Entscheidungen. Wir können uns dagegen sträuben, das steht völlig außer Zweifel, aber das würde uns nicht weiterbringen. Weil ich glaube, die Hauptströmung dieses Transformationsprozesses, die wird uns wieder ins Vedische führen. Okay, was haben wir noch? Was? Was funktioniert nicht? Dich hört keiner? Okay, ist wieder halt. Wir haben ein Tonproblem. Alles klar, dann mache ich es anders. Dann machen wir es wieder zurück. Also, was haben wir noch? Dann haben wir der Klassiker. Christa, was sagen die Innerirdischen zur aktuellen Situation? Ich habe darauf gewartet, muss ich sagen. Weiß ich nicht, weil ich frage sie nicht, weil ich habe vor über einem Jahr aufgehört, ständig in der Erde zu fragen, weil eigentlich ist es unsere Aufgabe, jetzt selber unsere Anbindung wieder wahrzunehmen und ja, selber auch auf unser Inneres zu hören. Und deswegen kann ich dazu tatsächlich nichts sagen. Gut. Ich gehe davon aus, dass Sie unterstützend dabei sind, aber den Weg müssen wir selber gehen. Das macht niemand anderes für uns. Ist ja auch logisch, ne? Wäre ja auch schlimm, wenn es, also Nee, auf. dieses Warten auf jemanden, der das macht, natürlich, Entschuldigung, war ja auch vorhin angesprochen, es gibt natürlich auch die Kräfte, die auf Ebenen arbeiten jetzt, ob das militärisch sind, die unterirdische Kinder befreien oder was auch immer, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es das auch sehr wohl gibt, weil auch da natürlich unterschiedliche Kräfte sind und es gibt die Kräfte auch, die nicht wollen, dass die Menschheit eben in die KI-Zukunft kommt, auch beim Militär und bei den Geheimdiensten. Und ich weiß aber nicht, wie viel und wo und was genau. Das ist nur eine, auch ne, diese innere Unterscheidung, da passiert auch was. Aber dass wir drauf warten, da kommt jetzt, ob das Trump ist oder Jesus oder die Außerirdischen, die machen das für uns, oder die Innerirdischen, das wird nicht geschehen. Das ist ein Prozess, den wir als Menschheit
ja durchmachen, damit wir wachsen und damit wir eine bewusste Entscheidung treffen. Auch dieser Druck ist ja so groß, damit die Menschen sich entscheiden. Und wenn man, wir haben Jahrzehnte, Jahrhunderte lang uns so durchlavieren können, einfach ohne klare Entscheidung. Da sagt man, naja, so ein bisschen kommen, so ein bisschen betrügen und ein bisschen da, das ist ja nicht schlimm, machen ja alle. Ne? Da kommen wir jetzt nicht mehr mit durch. Das heißt, die Menschen, der Druck ist so groß, damit die Menschen sich entscheiden können, auch natürlich ja, mit freiem Willen, aber doch mehr oder weniger eine bewusste Entscheidung treffen jetzt, in welche Zukunft will ich. Und wenn es unbewusst ist, dann geht es möglicherweise in die Zukunft, in die ich nicht will. Und ja. Wir hatten das auch öfter auf dem Seminarbetrieb. Ich kenne diese Frage, auch von Christa kennt diese Frage. Für uns auch immer ganz wichtig. Auch da war immer im Zusammenhang mit Alf, warum ist der nicht in die Röhre, warum haben sie den Krebs nicht mehr gemacht? Genau aus dem Grund, wie wir es vorhin gesagt haben, sie werden einen Teufel tun, uns unsere Entwicklung zu klauen. Ja? Also damit würden sie ihren Bewusstseinszustand riskieren. Nur damit mal klar ist, worum es da für mich, also für mich ist das völlig indiskutabel. Da kann keiner von außen kommen. Es ist indiskutabel. Christa, du hast doch gerade kürzlich, wenn ich mich nicht täusche, etwas gepostet auf Facebook aus Buch 9, glaube ich, Seite 242 oder so. Das wäre doch eine super schöne Zusammenfassung gewesen über das, was jetzt gerade geschieht. Als ich das gelesen habe, nochmals, jetzt irgendwann nach Jahren, ich habe das beim ersten Mal lesen gar nicht wirklich wahrgenommen. Jetzt passt es, ne? Jetzt ist es 100%. Jetzt habt ihr uns angefixt, jetzt müsst ihr es auch erzählen, Christa. Hast du das parat? Nee, ne? Du bist stumm geschaltet, aber du musst. Ich müsste mir das Buch jetzt holen und. Oder Facebook, du hast das gepostet. Genau. Soll ich das raussuchen? Aber dann. Du meinst das mit den Krankheiten und so? Ja, mit der, dass sich jetzt das Universum quasi selber reinigt. Ja, ich hole mal das Buch und dann lese ich das eben vor. Okay, in der Zeit, ich nutze die Zeit. Ihr bleibt beim Thema. Wir haben es aber eigentlich schon gerade angesprochen. Frage eben im Chat hier, seit mehr als einem Jahr höre ich von vielen Seiten, es läuft viel im Hintergrund, wir haben es gerade exakt in der Form nochmal gehört, Defender, Canon, Evergreen, New York, ich kenne davon höchstens QAnon, kann das jemand mal bitte aktualisieren, konkretisieren? Ich glaube nicht, oder? Ehrlich? Naja, also ich weiß es nicht, ne? Ja. Also ich habe ja jetzt keinen Kontakt, es gibt viele Leute, die sagen, die haben Kontakt zu Insidern und ich glaube auch, dass die. Aber es ist immer die Frage, ich kann mich nicht drauf verlassen. Das Einzige, worüber ich sprechen kann, ist jetzt über das, was ich aus meiner Realität weiß. Und das andere, da kann ich spekulieren und das bringt nichts. Es gibt eben vieles, was gesagt wurde, was passieren würde und dann passiert es doch nicht, ne? Und dann hofft man auf die nächste. Und das ist natürlich auch so eine Methode, wie man Leute mürbe machen kann, indem man immer wieder was verspricht und sagt, ich habe einen Insider, der sagt, ihr werdet, morgen kommt das Quantengeld und dann ist alles gut oder so. Ne? Und dass wir einfach sagen, okay, ich höre mir das an, ich kriege das sehr viel davon mit, aber ich lasse das einfach so stehen, weil ich sage, ich weiß es nicht. Und es ist auch für mein Leben, es ist für die ganze Menschheit natürlich sehr viel Entscheidendes, was passiert, aber es hat eigentlich immer damit zu tun, dass ich ja im Grunde nur die Verantwortung für mich selber übernehmen kann. Ich wünsche natürlich, dass die Menschheit gut durch diese Phase durchkommt und dass sie da auch Unterstützung bekommt und dass auch diese dunklen Kräfte irgendwie, ja, dass denen die Schranken gezeigt werden, weil das eigentlich so nicht weitergehen kann. Aber ich weiß es nicht und es ist auch nicht meine Aufgabe zu sagen, da werden jetzt 15.000 Kinder befreit und so. Wenn ich es weiß, dann sage ich es, aber ich weiß es nicht. Wir haben keiner von uns kennt den Plan zur Befreiung der Erde von den dunklen Mächten. Keiner von uns Alternativen. Keiner. So, aber gucken, was ist im letzten Jahr passiert? Was ist passiert? Und daran sehen wir, dass der Plan gelaufen ist. Die ganze Zeit, kontinuierlich durch, bis zum heutigen Tag. Ich hab Bilder gesehen von Kindern in Käfigen aus der China Lake Base. Das will man als Vater nicht sehen, ganz klar. Will man nicht sehen, das brennt sich ein. Ja. So, und das sind alles Argumente, wo ich mir sage, guckt nicht nach vorne, schaut nach hinten, was schon passiert ist. Und dann seid einfach tapfer und mutig wie echte Menschen und geht nach vorne. Wer will uns denn dann aufhalten? Wir sind doch im Grunde, sind wir doch viel, viel mehr, die dieses ganze System nicht mehr wollen, als die, die dieses System noch bevorzugen.
Ja, das ist doch der kleine feine Unterschied. Und wenn wir uns dessen mal wieder bewusst werden, was für Kräfte wir in Wirklichkeit haben, dass man uns als Schöpfer eben nicht mehr unterdrücken kann, dass wir eher unsere Inkarnation beenden würden, als nochmal so in der Unterdrückung zu leben. Wer will uns dann noch aufhalten? Man kann uns unsere Inkarnation beenden. Ja, und dann kommen wir wieder. Dann kommen wir wieder. Wir können hier wieder inkarnieren. Die nicht. Das ist der große feine Unterschied. Ja. Und dann ist es nochmal ein zeitlicher Schwenker da drin. Aber ich denke mir immer, wenn wir jetzt nicht in unsere Kraft und unsere Stärke kommen, wie wollen wir denn unseren Planeten neu aufbauen? Ich bin ja jemand, der sagt, lasst uns das Paradies wieder erschaffen. Wir haben es nie, wir tragen es noch immer in uns. Wir haben es nie verloren. Aber wir leben es nicht mehr. Und in dem Moment, wo wir anfangen, das Paradies zu leben, manifestiert sich es auch in unserem Umfeld. Aber vorher passiert da gar nichts. Solange wir Corona-Angst leben, leben, manifestiert sie sich bei uns im kompletten Umfeld. So, und da ist es an uns gefordert, uns Lichtenkräften, dass wir unsere Visualisationsfähigkeit wieder noch mehr in ihr stärken, um noch mehr positive Gedanken reinzugeben. Wir können nur über das geistige Feld arbeiten. Das ist aus meiner Sicht unsere Aufgabe. Ja, und ich bin kein Soldat, ich werde auch keine Waffe in die Hand nehmen, um gegen irgendjemanden zu kämpfen, weil ich bin der Meinung, wir sollten uns voll und ganz jetzt auf die Lösungen zu konzentrieren. Und die Lösungen heißen, lasst uns das Neue aufbauen, damit das Alte obsolet wird. Wir haben jetzt offiziell ein Katzenvideo, das ist sehr schön, Joe, damit werden wir auch nicht mehr gesperrt. Ja, hört mal zu, die schnurrt auch gerade. Ja, sehr schön. Ich könnte das jetzt ganz kurz... vorlesen. Also eine Seite all der Krankheiten, der Morgellons und so weiter, damals war ja von Corona noch nicht die Rede. Das war auch übrigens von 2011 die Aussage. Mhm. Könnt ihr als einen Weg ansehen, die Menschheit, die bald nicht mehr auf die Erde passt, aussterben zu lassen? Es mag sich für euch hart anhören, doch die Natur ist hart zu Menschen, die gegen ihre Regeln verstoßen. Die Menschen, die sich ihren Ängsten ergeben, die Industrienahrung zu sich nehmen, angefangen von der Industriebackmischung bis hin zum Fastfood, die ihren Körper nicht von chemischen Mitteln, Medikamenten und vielem mehr frei halten, werden Sichtung und Selbstzerstörungsmechanismen anheimfallen. Und jene, die sich durch ständig geschürte Ängste irre machen lassen, werden Psychosen entwickeln, die sie so weit beeinflussen, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind. Die planetare Säuberung hat längst begonnen. Selbst wenn du jemanden kennst, der bereits in diesem Psycholeiden ist oder hineinkommt, du solltest mit ihm kein Mitleid haben. Da unterscheiden wir wieder mit Mitleid und Mitgefühl, weil Mitleid schwächt uns ja. Es ist ein Prozess, der in Gang gekommen ist, initiiert von Mächten, die durch das ganze Universum bereichen, denen auch wir Folge leisten. Es sind Naturkräfte, die langfristig nur das zum Leben zulassen, was der göttlichen Ordnung entspricht. Sie forcieren das purgöttliche Leben. Der Mensch hat den freien Willen, ja. Er kann alles ausprobieren. Doch sobald er damit beginnt, Gottes Schöpfung zu vernichten und nicht irgendwann an den Punkt der Erkenntnis kommt, die ihm sagt, dass er sie nicht vernichten darf, dann werden die Kräfte ihn vernichten. Nennt diese Wesenheiten meinetwegen Wächter des dynamischen Lebens. Ja. Ich würde gerne noch mal was zum Schöpferstatus sagen, den wir hier als Menschen auf der Erde haben. Und das ist wirklich... Ganz kurz, ich habe noch eine Frage an Martin, ganz kurz aus dem Chat, weil dann kann ich dich auch gleich guten Gewissens gehen lassen. Ja, schade, sehr, sehr schade, aber du hast private Geschichte. Was war die Frage? Ivanka Trump wirbt für das Impfen, gehört das auch? Genau, Ivanka Trump wirbt für das Impfen direkt an Martin, gehört das auch zum Plan? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ivanka Trump fürs Impfen wirbt, weil Ivanka war doch diejenige, ist doch die Tochter, ne? Ist die Tochter, soweit ich weiß. Ja, so, ich bin auch nicht ganz im Bilde, aber soweit ich weiß. Shot gekriegt. Ich unterscheide zwischen Shot und Vaccine. Ansonsten würden wir sie nämlich Vaxxed oder Vaccine schreiben und nicht The Shot. Da unterscheide ich, weil das fühlt sich ganz anders an. Und deshalb, aus meiner Sicht, macht Ivanka Trump keine Werbung für Impfung, sondern sie hat einen Shot. Ihr hört Martin auch nicht mehr, oder? Sehr Standbild. Sehr, sehr schade. Angefroren. Ich habe ihn abgeschossen. Ja. Ich glaube auch. In den entscheidenden Sätzen. Nochmal. Schlusssatz. Also, nochmal die letzten 30 Sekunden.
Von mir? Ja, du warst direkt, eingefroren. Ja, also, ich glaube nicht, dass Ivanka Trump geimpft wurde, sondern dass sie einen Shot gekriegt hat, egal was das ist, weil sie gehört zur lichten Seite und ihr Vater Donald Trump ist ein ganz klarer Impfgegner, auch wenn er teilweise als Präsident was anderes im Moment sagt. Aber er gibt den Menschen die Möglichkeit, sich impfen lassen zu können. Aber er sagt nicht, dass sie sich impfen lassen sollen. Das ist der kleine, feine Unterschied dabei. Und das ist so wichtig, dass wir immer auf die Worte achten, was gesagt wird. Weil deswegen sehe ich es nicht so, dass Ivanka Trump Werbung fürs Impfen macht. Und ich kann es auch nur jedem nahelegen, sich diesen Dreck komplett aus dem Körper rauszulassen. Das brauchen wir nicht, weil wir haben Heilmittel. Das nennt sich Hydroxychloroquin oder CDL oder Chlordioxid. Also wir haben so viele Möglichkeiten, da zu arbeiten und brauchen uns keine genmanipulierenden Substanzen in den Körper zu schießen. Gut, das bringt mich zur nächsten Frage. Martin, entlassen wir dich? Bleibst du noch? Hast du eine Chance? Schon wieder eingefroren. Ja, schon wieder eingefroren. Das scheint ein Zeichen zu sein. Ich glaube auch. Also, falls du uns hörst oder nochmal kommst, vielen Dank, dass du bei uns warst. An die anderen, ich habe hier eine Liste mit Fragen. Wir können 5 Stunden weitersprechen, das ist euch sicherlich bewusst. Wollen wir eine Pause machen, 10 Minuten? Braucht ihr das? Ihr seid 90 Minuten online. Wollen wir einfach weitermachen und gucken, dass wir in einer halben Stunde zu Ende kommen? Wäre mir ja recht. Okay. Und ja. Also, ich habe hier noch eine Frage. Ich habe da irgendwie immer den Bruno im und Robin, ja, Robin im Urin hier beide. Also, wie lange dauert es, bis diejenigen, die sich geimpft haben, auf ihrem Planeten inkarnieren? Sterben alle anderen, also sterben alle innerhalb weniger Jahre? Bruno, du hast sowas mal tatsächlich rausgebracht, glaube ich, habe ich gelesen, 5 Jahre. Na, kürzer, habe ich gesagt, 2 Jahre. Okay. Aber das ist natürlich nur eine Schätzung, eine grobe Schätzung. Es kann auch schneller gehen, kann aber auch länger dauern. Es kann sogar Ausnahmen geben. Also da will ich, aber so vom Prinzip her ist die Impfung so gemacht, dass sie eine gewisse Zeit braucht und gewisse Auffrischungen braucht, um dann entsprechend reagieren zu können, wenn auch nur das Kleinste noch dazukommt, zum Beispiel 5G oder was auch immer, was als Aktivator dient. Und wie die Christa vorgelesen hat, ich glaube, das gehört jetzt wirklich zu diesem Prozess, die Spreu trennt sich vom Weizen. Es tut mir zwar für jeden Einzelnen leid, aber ich verstehe mittlerweile auch, dass es wirklich richtig ist. Ich kann nicht sagen, gut oder schlecht, aber es fühlt sich richtig an, dass es ist, wie es ist. Und noch richtiger fühlt sich an, dass wir alle wirklich selber entscheiden können, für uns, wie wir es machen wollen. Denn auch für uns wird der nächste Schritt nicht einfach nur eine Plauschfahrt sein, weil auch wir werden einfach geistig geimpft, und zwar dahingehend, dass das Bewusstsein uns dermaßen impft und alles in uns aufbrechen lässt, was noch nicht im Reinen ist mit unserer Seele. Und das ist dann quasi unsere persönliche Hölle, durch die wir gehen werden, um letztendlich in vollem Bewusstsein wieder aufzuwachen. Da kommt keiner drum herum, ob im Äußeren oder im Inneren. Wer es im Inneren macht, mit sich selbst, der geht nach 5D, und die anderen, die bleiben halt in 3D oder gehen noch zurück. Und es ist stimmig, weil es passt. Gemäß dem Gesetz der Resonanz ist alles in Ordnung. Also, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das denn, Robin? Mit der Zeit? Also nach meinem Gefühl gibt es auf jeden Fall so eine Inkubationszeit, dass es nicht sofort wirkt, sondern dass die das systematisch anpassen können. Also nach meinem Gefühl werden wir wie Antennen oder das, was sozusagen mit reinkommt, richtet sich in uns wie eine Senderantenne aus, die dann angesprochen werden über Hochfrequenzen. Und so können sie halt bewusst steuern, welche Regionen sie wie schnell irgendwie runtersetzen, einfach von den Energien. Genau. Und das hat natürlich aber auch was mit der bewussten Lebensführung und wie stark wir uns selber unsere eigenen Felder hochhalten können. Was ich so wichtig finde, ist,
dass wir uns wirklich bewusst machen, dass wir als Menschen den höchsten Legitimationsstatus hier haben, dass sie, ne, wer auch immer das ist, eigentlich nichts machen kann, sondern sie können nur unsere Wahrnehmung manipulieren, dass wir unsere Willenskraft für sie einsetzen. Aber sie können überhaupt nichts machen. Sie brauchen die Entscheidungskraft von einer gewissen Masse, von den Menschen. Und auch diese ganze Matrix, die wird von uns aufgebaut, weil wir in deren Wahrnehmungsfallen tappen. Also das heißt, die Entscheidung ist nach wie vor bei mir und bei jedem Einzelnen, der mit sich, mit seinem Schöpfergeist verbunden ist. Und das war noch nie so, dass jemand anderes für uns eine Matrix aufgebaut hat, sondern diese Matrix ist eine Wahrnehmungsverzerrung, die suggeriert wurde, für die wir uns dann entschieden haben. Also das heißt, es wurde nach wie vor mit unserem Schöpfergeist in diese Richtung gelenkt. Und natürlich, wir haben den freien Willen und wir können den freien Willen auch dafür einsetzen, unsere Willensfreiheit damit zu beschränken. Das ist das, was wir hier gerade erfahren. Und das sind Elemente, wo wir uns wirklich wieder tief dran erinnern können, dass die Macht der Entscheidung nach wie vor bei uns ist und dass wir als Menschen den höchsten Legitimationsstatus hier auf dem Planfeld haben und dass außerirdische Wesen oder andere unmenschliche Kräfte hier überhaupt nichts tun können, ohne die Erlaubnis und das Einverständnis vom menschlichen Willen. Und das wird halt gerade, es wird gerade eigentlich gerungen darum, die Willensentscheidung von großen Massen zu beeinflussen, um halt bestimmte Pläne zu installieren. Aber dann sind wir es, die uns dafür entschieden haben letztlich. Also da ist es auch so wichtig, dass wir da wieder in die Verantwortung reingehen. Ich habe hier noch eine Frage, die ich selber quasi fast gerne beantworten würde. Also was haben wir hier? Das Impfen stellt keine freie Wahl dar, weil man ja direkt oder indirekt gezwungen werden kann, wie wir das sehen würden. Es gäbe keine freie Wahl, ist jetzt hier die Frage. Für mich wichtig, mal eine Metaebene einnehmen, wozu das alles gerade dient. Ja, also wenn ich das ausgetestet habe oder in meinem Weltbild so für, ist das eine ganz große Chance, das hatten wir auch öfter, für die Menschheit, sich auf Sachen zu bedienen oder auf Dinge, auf Emotionen, auf göttliche Emotionen, auf Gott zu besinnen. Um mal zu gucken, wir stellen Abhängigkeiten fest von Materie, von überall, und jetzt hat der Mensch die große Chance zu sagen, hey, da gibt es noch was anderes als Materie. So. Und das heißt, ich muss aber auch diesen Prozess irgendwie, muss ich mich ja entscheiden, und das meinte ich vorhin auch mit diesem Gefühl der Schissigkeit, ich habe keine Zeit mehr, mich zu entscheiden, ich muss jetzt tatsächlich da den Mann stehen und sagen, nein, meine Kinder gehen da nicht zur Schule. Und wenn sie sich mit mir auseinandersetzen wollen, dann müssen wir das tun. Schriftlich, Anwälte, keine Ahnung, Handlungsebene, ich verurteile sie nicht, ich verstehe das sogar. Aber im Endeffekt geht es ja genau um diesen Prozess. Ich habe die Entscheidung, ich habe dazu zu stehen. Ja? Ich kann das nicht hintenrum machen und irgendwie, sondern ich muss jetzt die Entscheidung treffen und ich muss dazu stehen. Und ich verstehe die Unsicherheit dahinter. Die eigentliche Frage wäre ja, Bruno, Joe, Robin, könnt ihr mir sagen, es ist in 3 Monaten vorbei, kann ich alles über den Haufen werfen, soll ich kündigen? Was ist Sache? Das ist die Frage dahinter. Es ist dieser Mangel aus Informationen, mit dem wir umgehen müssen, den ich total gut verstehe. Aber wie seht ihr die Frage? Ist es eine Wahl, Robin? Haben wir die Wahl oder können wir nicht? Oder wenn das Szenario, was Joe berechtigterweise angezweifelt hat, weil es noch nicht da ist, wenn das eintritt, tritt es ein, tritt es nicht ein? Habt ihr Sicherheit für die Menschen? Was sollen die tun? Ich verstehe das, ich verstehe die Frage. Auf jeden Fall wird in jedem Moment jedem Menschen genau die Informationen gegeben, die er gerade braucht, um auch handlungsfähig zu sein. Und wenn ich jetzt mit meinem Bewusstsein Sachen kriegen würde, wie es in 3 Monaten wäre, könnte ich mit meinem Bewusstsein jetzt damit nicht umgehen. Aber ich weiß, in 3 Monaten, wenn dann die Informationen kommen, wenn es wirklich relevant wird, dann werden alle Informationen da sein, damit ich auch dann souverän in Handlung treten kann. Aber es wäre schier eine Überforderung,
jetzt zu sagen, was noch auf uns zukommt. Und deswegen immer wieder diesen Schritt ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich weiß, morgen werden mir genau die Informationen gegeben zu genau dem Zeitpunkt, die ich gerade brauche, um hier souverän in Handlung zu treten. Also da bin ich persönlich einfach im Vertrauen. Und ich würde noch mal was dazu sagen, ob man gezwungen werden kann. Also es ist tatsächlich das oberste Gebot unserer Schöpfung oder unseres Universums, dass der freie Wille und selbst Luzifer oder wie immer muss sich auch daran halten. Es gibt allerdings natürlich Menschen, die wissen das nicht und die halten sich nicht dran. Das sind oftmals die Systembüttel, die einen versuchen zu zwingen, weil sie glauben, das muss so sein und weil sie gerade auch vielleicht ihren Beruf noch aufrechterhalten wollen, obwohl er vielleicht in 3 Monaten eh weg ist. Aber ich denke, man kann immer, meistens wird man aufgefordert zu unterschreiben, weil man die Haftung übernimmt. Die wollen nicht die Haftung übernehmen. Die Pharmaindustrie hat sich ja schon die Haftung, also Regresspflichten vertraglich wegnehmen lassen. Also die kann man nicht in Haftung nehmen, aber der Arzt oder der uns impfen soll, der hat eine Haftung und der will sie auf uns übertragen und deswegen müssen wir quasi auch unterschreiben, dass wir aufgeklärt wurden über Nebenwirkungen. Und der brave Deutsche, sage ich mal so, der unterschreibt immer, was ihm vorgelegt wird. Aber da ist genau auch die Möglichkeit zu sagen, nein, das unterschreibe ich nicht. Moment mal, das sehe ich nicht so. Also die Möglichkeit gibt es und die Haftung, das ist etwas, was uns... Ich habe ja viele Sendungen auch gemacht über Staatsangehörigkeit, Mensch, Person und so weiter. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir ein System haben, wo wir als Menschen in die Person quasi als Sache behandelt werden und wir haben nicht mehr die Staaten, sondern Firmenkonstrukte, wo wir dann als Sache behandelt werden. Und wenn wir uns so verhalten und das auch noch beantragen, dass uns das bestätigt wird mit einem Personalausweis, das führt jetzt alles zu weit. Aber wir werden quasi in einer Matrix behandelt als Sache und wir müssen uns darüber klar sein und sagen, ich bin keine Sache, ich bin ein Mensch und ich kann eigentlich nur sagen, ich bin, nicht viel mehr, aber ich bin nicht die Person. Und ich übernehme vor allen Dingen nicht die Haftung und ich frage dann, übernehmen Sie die Haftung, wenn ich hier jetzt bewusstlos umkippe nach der Impfung? Das will der auch nicht übernehmen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, man muss sich da aber eben dazu auch in gewisser Weise damit beschäftigen, wie man sich als souveräner Mensch auch verhält. Das kann ganz unterschiedlich sein. Da gibt es auch keine Gebrauchsanweisung. Es gibt auch keinen Schein irgendwie, dass man sagt, hier, ich habe einen Schein, der befreit mich von allem. Du hast eben gefragt, gibt es eine Sicherheit? Es gibt keine absolute Sicherheit in dieser 3D-Welt, weil der physische Körper ist halt verletzlich. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Souveränität, die wir haben und die Entscheidung. Und es kommen ja immer die Dinge auf uns zu, die wir dann auch aushalten können. Ne? Also wenn man sagt, wenn das kommt, ich wüsste nicht, was ich machen soll, dann mache ich mich verrückt. Ne? Und heute denke ich, habe oft gesagt, 99% der Sorgen, die ich mir gemacht habe, die waren vollkommen sinnlos, weil das ist nie eingetreten. Und wenn ich mir jetzt Gedanken mache, dass die Zwangsimpfung kommt, dann drehe ich durch, ne, weil das will ich nicht. Und dann kann ich sagen, nur über meine Leiche, aber dann manifestiere ich im Endeffekt vielleicht, dass ich dann nachher als Leiche ende. Aber die Situation ist ja noch nicht da. Es sind ja noch auch nicht genügend Impfdosen da. Und ich denke, das ist eine Gelegenheit, dass wir wirklich die Chance haben, auch das noch lange rauszuzögern, ob wir uns impfen lassen. Für die Leute, die Kinder haben, es ist natürlich eine ganz schwierige Situation, weil das dann kommt mit Schule und so weiter. Aber auch da ist die Haftungsfrage zu klären. Also man sollte zum Schulleiter gehen und sagen, übernehmen Sie die Haftung. Wenn meinem Kind hier bei Ihnen was passiert, weil Sie das testen oder die Maskenpflicht haben und so weiter, der will auch die Haftung nicht übernehmen. Der versucht immer, die Haftung auf dich zu übertragen. Das ganze System ist sozusagen, dass man uns dazu bringt, dass wir etwas mitmachen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und wie gesagt, das funktioniert oftmals sehr gut, weil die Menschen sagen, sie machen es im vorauseilendem Gehorsam, dass sie Maske tragen, auch draußen in der Natur, wo ich immer denke, was soll das? Ne? Aber da ist jetzt die Chance zu sagen, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, da mache ich das nicht mehr mit. Ne? Das ist noch ein Prozess,
bis wir so weit sind, dass sie dass es wirklich jemand bei mir steht und sagt, so, ich impf dich jetzt. Da sage ich, Moment mal, da ist noch ein langer Weg dahin. Ja, ich glaube, es geht jetzt einfach vor allem darum, eben mutig zu sein und wirklich hinzustehen. Wir können uns jetzt nicht mehr verleugnen. Die Zeit dafür ist abgelaufen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ins Vertrauen zu gehen, wirklich zu fühlen, dass wir das auch können, dass uns das zusteht, dass wir das dürfen, hinzustehen, für uns einzustehen. Und für manche mag das ein bisschen eine Herausforderung sein, eben weil da so viele Ängste sind, ja, im Feld, bei jedem Einzelnen von uns. Und ich glaube, um diese Willensstärke, diese Willenskraft zu stärken in uns allen, ist es wichtig, dass wir alle wichtigen drei Ebenen beachten und dort wirklich klar Schiff machen für uns, zum Beispiel auf der Bewusstseinsebene, uns mit den Ängsten auseinanderzusetzen, wie wir es schon erwähnt haben, auf der physischen Ebene wirklich ganz rein zu werden. Eben gerade, wenn es auch um 5G geht, ist es wichtig, dass wir uns von Schwermetallen befreien und von der Übersäuerung, einfach, dass wir stark uns selber stärken auf den unterschiedlichen Ebenen. Auch auf der mentalen Ebene wäre es ganz wichtig, uns zu schulen, weil wir können zwar stark denken und wir sind oft im Verstand, aber wir können es nicht kontrollieren, was wir denken oft. Wir sind da völlig ausgeliefert. Wir sind auch völlig überfordert mit den Informationen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich ganz bewusst Informationen konsumieren, keinen Fernseher mehr schauen, weil dort werden die Ängste ja indoktriniert über Radio, Fernsehen, Medien. Und wenn man es denn tut, dass man es bewusst tut. Und so stärkt man sich auf allen Ebenen und wird stark, dass man sich einfach für sich einsetzen kann. Und auch mal hinstehen kann und sagen kann, nein, das tue ich nicht. Ja. Auch da sind wir ja total indoktriniert. Wir glauben, wir dürfen Ja sagen, aber Nein sagen dürfen wir nicht. Das ist ein Programm. Ja. Das müssen wir einfach irgendwann durchschauen. Aber wir können nicht diese Aktionen umsetzen und für uns einstehen, wenn wir Angst schon haben davor, was die Nachbarn denken. Ja. Und es ist eine legitime Angst. Also nicht, dass es falsch verstanden wird, aber da geht es dann wirklich darum, hinzugucken, um was geht es wirklich? Ja, um welches Gefühl, mit welchem Gefühl in mir kann ich nicht sein, wenn meine Nachbarn mich zum Beispiel ablehnen? Ja, was passiert da bei mir? Und da kann wirklich jeder Einzelne in seine Kraft gehen, ganz entspannt, aber konsequent. Man muss wirklich jeden Tag da dranbleiben und seine Forschungen betreiben und dann kann man sich wirklich extrem stärken. Das wäre wirklich etwas, was ich mir sehr wünsche für die Menschen, vor allem, wenn es dann um die Kinder geht, ja. Ich meine, wenn wir nicht mal für uns Erwachsene einstehen können, wie sollen wir dann für unsere Kinder einstehen? Es ist unmöglich. Aber wir sind in der Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, dass sie geschützt werden. Und ja, dafür stehe ich einfach ein, für unsere Kinder vor allem, für unsere Zukunft, dass wir da einen Unterschied machen. Eine Frage, vielleicht auch in die Schweiz. Vielleicht habt ihr auch eine andere, weiß ich nicht, nee. Spaltet sich die Bevölkerung in Vedisch, Lichtasurisch, Dunkelasurisch und zu welchem Lager gehören Putin und Trump? Gute Frage. Also Martin würde vermutlich sagen, Putin und Trump gehören zu den lichtvollen Kräften. Bin ich von überzeugt, dass er das sagen würde? Ich persönlich muss sagen, ich durchschaue es nicht ganz. Es sieht im Moment so aus und die Innererdler haben ja auch gesagt, dass der Putin immerhin auf die Volksseele hören würde, was bei der Merkel nicht der Fall sei, was man ja deutlich sieht im Moment. Also von dem her sind es von mir aus nur Vermutungen. Aber ich habe schon auch die Tendenz zu glauben, dass eine Seite die bessere ist, obwohl ich genau weiß, dass beide Seiten zum selben Spiel gehören. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, mitten durchzugehen. Also auf dem Schachbrett in der Mitte gibt es eine Linie, die ist weder schwarz noch weiß. Das ist die Linie, wo die Felder zusammen, auf der können wir durchs ganze Schachbrett reisen, ohne in Gefahr zu sein. Und das ist mein Ziel. Mhm. Immer dort auf diesem Grat wandern. Und deshalb ist das, was Aline gesagt hat, wichtig, dass wir aufmerksam, wach und präsent sind, weil du kannst, wenn du hinfällst, das ist wie eine Rasierklinge, egal, du machst nur einmal einen Spagat, dann bist du zweigeteilt. Ja? Du kannst also dir nicht mehr erlauben, einzuschlafen. Darum geht es, glaube ich, wach zu bleiben.
Wie gut wer was dann genau macht, ist halb so wichtig, aber wach bleiben, dass wir bereit sind, dass wenn das kommt, was wir uns alle ersehnen, dass wir es dann auch merken. Ja, und eben bewusst zu bleiben, was ich auch oft beobachte, ist jetzt spannend, dass viele Menschen ja gar nicht mehr spüren auch, dass sie Angst haben. Das war mir bisher gar nicht bewusst. Ich habe geglaubt, ich habe da von mir aus projiziert, dass man das einfach wahrnimmt, wenn man in der Angst ist, weil es ja eine starke Emotion ist. Aber mittlerweile gibt es ja schon Menschen, die sind so im mentalen Bereich fixiert, in der Kopfebene, dass sie sind gar nicht mehr in ihrem Körper drin, wirklich. Sie sind so in der Angst gefangen. Und da vielleicht noch ein Tipp, einfach wieder ein paar Mal pro Tag, es muss gar nicht lange sein, einfach immer wieder bewusst, wie du es gesagt hast, bewusst zu werden, hineinzuspüren und einfach mal wahrzunehmen, wo bin ich, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Ich weiß, es klingt manchmal so ein bisschen, ja, man macht das ja eh schon und man tut es aber vielleicht unbewusst. Und ich glaube, der große Unterschied ist darin, es bewusst zu tun und dann zu staunen, was das schon bewirkt, wenn man sich selber einfach ein bisschen mehr bewusster wird. Dann ist man mehr in der Mitte, man fühlt, man ist nicht in diesem emotionalen, reaktiven Sein, man ist vom Gefühl her präsent und kann dann auch ganz anders auf die Menschen zugehen und mit ihnen in Kommunikation sein. Und dann kommen diese, ja, die Messages, die wir ja haben, auch für die Menschen besser bei ihnen an. Wenn ich von Kopf zu Kopf spreche, das kennen wir wahrscheinlich alle, dann, ja, dann kommt einfach das an, was der andere glaubt, ist richtig und umgekehrt. Aber wenn wir vom Herzen her kommen, dann kann das echt einen Unterschied machen. Ich glaube, ganz viele Menschen kommen ja gar nicht zu sich selber. Da läuft dauernd irgendwo der Fernseher oder das Radio und die schaffen es gar nicht, mit sich selber zu sein. Und das gibt es eben sehr viel. Und ich weiß auch, dass es bei mir auch eine Phase war, wo ich auch wirklich Schwierigkeiten hatte, mit mir wirklich alleine zu sein. Das ist eine Herausforderung. Ne? Wie hältst du es mit dir selber aus? Aber es ist wirklich so. Und ganz viele Menschen machen das eben nicht. Oder sie werden vielleicht dann gezwungen, wenn irgendwann mal Radio, Fernsehen ausfällt, wer weiß, dann sind sie wirklich so auf sich zurückgeworfen. Und wenn man das dann nicht gelernt hat, sich mit sich selber zu sein, ich sage auch immer, nehmt euch Zeit für euch selber. Einfach mal ohne Radio, Fernsehen, ohne dass Familie Krach macht, Zeit für euch selber, spürt in euch rein, damit ihr überhaupt wisst, was wollt ihr eigentlich? Ganz viele wissen ja nicht mal, was sie wollen. Sie denken, sie wollen das, aber eigentlich nur, weil sie es übernommen haben von irgendwoher. Und dass ich dahin komme, dass ich wirklich sage, okay, will ich das eigentlich wirklich oder wo kommt das eigentlich her? Was ist eigentlich wirklich meins? Das ist eine Arbeit, die haben wir alle hier wahrscheinlich gemacht, aber ganz viele Menschen eben nicht. Und die werden wahrscheinlich das in sehr kurzer Zeit durchleben müssen. Bruno hat das ja auch gesagt mit der Schattenarbeit, dass sie auf einmal in ganz kurzer Zeit mit sich selber konfrontiert sein werden, mit all ihren Schatten, wie auch immer, mit all den Eigenschaften, die sie betrachten müssen. Und das wird für viele auch, ich sage auch nicht für mich, vielleicht auch furchtbar sein. Aber dann kann man auch dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin und was ich will. Ne? Und viele, wie gesagt, viele wissen gar nicht, was sie wollen. Das muss uns klar sein, weil sie sich wirklich nicht bewusst machen, was sie eigentlich wollen. Genau, aber was sie leider wissen, und das ist mit unserer Arbeit deutlich geworden, wir haben ja mit tausenden Menschen schon diesen Free Spirit-Bewusstseinsprozess durchgearbeitet, durchgemacht und tun es immer noch. Und das ist jetzt wichtig für alle, die da draußen noch zuhören. Die größte Falle, in die man tappen kann, haben wir festgestellt in unseren Forschungen, ist die, dass die meisten Menschen glauben, wenn man mit ganz einfachen Dingen kommt, Werkzeugen, die man ganz leicht und ganz erfolgreich, nachhaltig, wirksam einsetzen könnte, dass sie glauben, dass sie das schon kennen. Ja. Sie haben es vielleicht schon mal gehört. Aber Wissen heißt nicht kennen. Ja? Weisheit ist kennen. Wissen ist Wissen. Wissen ist Macht, wenn man macht, was man weiß. Die meisten setzen nicht um, weil sie glauben, dass sie es schon tun oder schon können oder schon getan haben. Das ist die größte Falle, die wir entdeckt haben. Mhm. Und da können wir nichts machen. Gell? Was wollen wir jemandem sagen, wenn ich sage, fühl doch mal in dich rein, ja, das tue ich eh. Ja. Sie haben keine Ahnung, dass Fühlen und Fühlen zwei verschiedene Welten sind. Mhm. Ich kann reaktiv fühlen, ich kann interpretiert fühlen, ich kann authentisch fühlen, ich kann mich bin fühlen, ich kann sein fühlen. Es gibt so viele, die Menschen sind alle im reaktiven Fühlen und glauben, fühlen kann doch jeder. Nein, fühlen tut jeder, aber können tun es die wenigsten.
Ja, das ist mir noch wichtig, dass das die Leute wissen. Wenn dein Verstand dir sagt, kenne ich schon, kann ich schon, geh genau dorthin, noch einmal, genau dort. Dort ist der, wie sagt man, begraben. Der Hund. Ja, der Hund begraben. Also im Pfeffer. Ja, aber das ist ja, Simon, das ist ja für dich auch so ein Thema mit Schule und Bildung. Die Leute kommen irgendwie mit 16 oder was oder 18 aus der Schule und glauben dann zu wissen, wie die Welt funktioniert. Und sie wissen nichts. Und was wir dann wieder alles über Bord geschmissen haben, was wir in der Schule gelernt haben, aber das kommt jetzt ja alles hoch und die Leute werden das, was sie in der Schule gelernt haben, über Bord werfen müssen. Und das kommt ja jetzt eben wirklich so hoch, damit es erkannt wird. Aber wirklich, genau wie du sagst, diese Vorstellung, man weiß mit 20, weiß man über die Welt Bescheid. Das ist eben völliger Irrsinn. Man weiß gar nichts. Die wichtigsten Dinge weiß man nicht. Für mich war es vor der Schule immer so, ich wollte unbedingt zur Schule, weil ich dachte, da lernt man wirklich jetzt die Dinge übers Leben. Und ich war an den ersten Tagen schon so enttäuscht von der Schule, weil man da irgendwie schreiben, zahlen und sowas lernen musste. Und es hat sich eigentlich im Laufe der ganzen Schule nicht verbessert. Man hat eben die wichtigen Fragen des Lebens überhaupt nicht gelernt. Wird gar nicht angesprochen in der Schule. Gut, ich habe mich im Laufe der Schulzeit auch nicht verbessert, da hast du recht. Aber ich würde sagen, wir drehen es, das stimmt nicht, aber wir kommen irgendwie immer auch wieder auf dasselbe raus. Es geht wirklich, also deswegen habe ich jetzt hier noch zwei Fragen, wo man sagen könnte, okay, daran könnte man das Gespräch jetzt auch irgendwie ausklingen lassen. Erstens, es gibt anscheinend einen Plan der dunklen Seite, gibt es einen Plan der lichten Seite? Bruno, ich freue mich drauf. Weil der Bruno hat mal eine sehr schöne Sache gepostet, die da hieß, wenn die Leute nur machen würden, was ich ihnen seit 20 Jahren erzähle, dann wäre das alles gar nicht so weit gekommen. So. Ja. Freut mich jetzt dein Plan der lichten Seite? Hat ihn keiner beachtet oder gibt es ihn? Zweite Frage, an jeden eigentlich war sie gerichtet, an Robin, aber für mich auch ganz wichtig, weil für mich immer sehr aktuell, ich habe es beschrieben, vor 2 Wochen hat mich da was übermannt, dass ich auch wirklich eine Seite an mir entdeckt habe, die ich nicht sehen wollte, also die ich gedacht habe, die habe ich im Griff, ja, ich habe also jemandem sehr Unrecht getan und ihn sehr übel zusammengeschissen, weil ich mit diesem Gefühl überhaupt nicht umgehen konnte, das war gar nicht meine Art, aber es hat mich vollkommen übermannt, ja, reflektiv, okay, kriege ich das hin, ja, aber wirklich, wie begegnet ihr euren Schatten? Ja, für mich die abschließende Frage im Endeffekt, ganz kurz nochmal zum Plan. Gibt es einen Plan der lichten Seite? Wer kennt den? Robin? Bruno? Joe? Ich kenne ihn schon. Schon mal eine Sendung zugemacht? Ich denke, wir sind der Plan. Du bist der Plan. Eben. Gott hat uns ja, er hat natürlich einen Plan, aber der Plan ist eigentlich auch uns die Erfahrung machen zu lassen. Er hat ja, das kann man so ausholen, wie ist das entstanden, aber eigentlich der Wunsch, dass sich ganz viele Teile von Gott erfahren und Erfahrungen machen und eben auch mit dem freien Willen, also auch die allerschlimmsten Dinge machen zu können. Wenn Gott gesagt hätte, ihr dürft das und das machen, aber da ist Ende, dann würden alle versuchen, das zu machen. Wieso dürfen wir das nicht machen? Also Gott hat uns wirklich, der Plan ist eigentlich, dass wir uns erfahren. Und wenn wir uns mit, wie die Kinder mit der Schippe auf den Sandkasten auf den Kopf hauen, dann gucken die Eltern auch zu und sagen, Mensch, eigentlich müsste man die Schippe wegnehmen, aber das bringt es eigentlich nicht. Sie müssen das eigentlich irgendwie rausfinden, dass es wehtut und dass es auch zurückkommt und so weiter. Und das sind natürlich alles Erfahrungen, die wir machen. Und wir haben uns als Menschheit eben wirklich eine Welt erschaffen, wo wir nicht gemerkt haben, wie wir versponnen in eine Matrix wurden, in eine künstliche Welt und wie groß die Gefahr ist, dass wir wirklich von einer KI vollkommen kontrolliert werden. Aber das ist ja jetzt, Gott wird das, glaube ich, nicht zulassen. Er wird sagen, mal gucken, wie weit sie es treiben. Und vielleicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber ich glaube, es gibt einen Plan, dass das eben zumindest die Möglichkeit des Ausstiegs gibt für diejenigen, die eigentlich im Herzen licht und liebevoll sind und die was Gutes wollen, dass die in der Matrix landen und in einem Ameisensystem oder einem Ameisenstaat, in einem Orwell-Staat
das glaube ich nicht, dass das zugelassen werden wird. Aber wie gesagt, wenn die Menschen das wollen, was soll Gott machen? Soll er sagen, nö, ich will das aber nicht? Dann sagt er, okay, macht es. Probiert es aus, Orwell, wunderbar. Ihr kriegt alle Drogen jeden Tag, ihr seid happy. Ja, und wenn einer aufwacht, dann wird er ein bisschen gefoltert, bis er wieder funktioniert. Wenn ihr das wollt, macht es. Aber ich glaube nicht, dass das der Plan ist. Wie begegnest du deinen Schatten, Joe? Fang an mit der Schlussrunde. Wenn ich in der Sonne liege. Gute Sehr Frage. gut. Wie gesagt, ich habe ja schon vieles auch, ja, ich kann nicht sagen, dass ich alles bearbeitet habe, aber ganz viele Phasen durchgemacht, wo ich wirklich auch Rotz und Wasser geheult habe, wo ich mit Gott gehadert habe und habe gesagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Und so weiter und immer gedacht habe, die anderen sind schuld und ich kann ja nichts dafür und warum passiert mir das und warum ist das Leben so ungerecht? Und heute, je länger ich lebe, desto mehr sage ich, nee, ich gucke jetzt nicht, was die anderen machen, sondern was ich mache und übernehme die Verantwortung für mein Leben und in meinem Umfeld kann ich eben auch sehr viel verändern in dem Maße, wie ich mich verändere. Und Schatten ist natürlich all das, was geprägt ist durch Angst und dass man aus Angst dann, ne, die einen machen aus Angst dann den anderen Angst. Also das sind die erstmal, ne, andere provozieren und sagen, also sie ganz groß machen, damit der andere erstmal Angst hat, weil sie selber Angst haben. Und all diese Sachen zu verstehen und sich bewusst zu machen, was ist eigentlich ein Teil von mir, was ich übernommen habe von irgendwo und wo ich eigentlich sage, das kann es ja eigentlich nicht sein, da auch ehrlich zu sich zu sein. Das ist das, wo ich nicht sagen kann, ich habe das jetzt alles geschafft, aber ich glaube, ich bin heute authentischer als vor 10 Jahren auf alle Fälle, weil ich immer wieder auch mich selber beobachte, immer wieder hinterfrage und manchmal dann denke, hoppla, Moment mal, was läuft hier gerade? Ne? Warum fühle ich mich jetzt so und so? Wo kommt das her? Oder habe ich einen Mangel? Habe ich wirklich einen Mangel oder eine Sehnsucht? Oder warum denke ich, warum kriege ich das nicht? Oder da fehlt mir was? Ist das wirklich so oder glaube ich das nur? Und das immer wieder mich selber zu beobachten. Und das kann ich jedem, wie gesagt, das ist eben die Zeit, die man für sich nimmt. Und ich habe den Luxus mir erschaffen in meinem Leben, dass ich wirklich Zeit habe, einfach für mich zu sein, in mich reinzuspüren, auch mir selber zu begegnen und dann eben wirklich auch ehrlich zu sagen, hoppla, da habe ich ja auch mal was wieder gemacht, das war ja auch wieder doof. Und das ist nie zu Ende. Also die Schattenarbeit sozusagen ist ja nie, dass ich sage, so, ich habe jetzt alle Schatten weg, jetzt bin ich ganz lichtvoll. Sondern ehrlich zu sein, da gibt es immer noch wieder Dinge, die ich an mir entdecke und denke, wo kommt, ist ja interessant, das ist ja auch noch da, wo kommt das eigentlich her? Ja, danke. Also ich mache mal kurz weiter an der Stelle. Ist mein täglicher Job tatsächlicherweise, weil das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, wenn ich es nicht tue, ruft irgendein Klient an und hat so ein Thema. Und dann muss ich leider. So, ich habe gar keine andere Chance. Und ich merke es auch tatsächlich sofort, weil das ist auch eine Erfahrung von Seminaren. Wir hatten das mal in der Schweiz, nein, das war in Österreich, das war in Österreich. Wo ich das wirklich hatte mit der Teilnehmerin des Seminars, irgendwie, es war kein Disput, es war eine kurze, wir reden aneinander vorbei, Geschichte. Und es schien geklärt und nach Mittagessen kriege ich Halsschmerzen, wie blöd. Und dann testen wir das natürlich auch sofort aus. Das hat dann keine Chance. Also kann ich hier einfach weitermachen. Und dann, ja, es war nicht alles geklärt und es ging sofort auf den Hals. Und wir merken, also ich merke das in meinem Job, weil wir das ja auch machen. Wir erzählen Menschen irgendwie, was sie tun sollen und die verlassen sich auf uns und irgendwie, also nicht, was sie sollen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir das nicht umsetzen oder wenn wir uns da nicht angucken, wir kriegen das derzeit voll um die Ohren gedonnert. Also ich voll. Sofort. Das dauert keine halbe Stunde und ich liege, wenn ich da nicht bereit bin, das anzugucken. Und das, also es muss, und ich Merkt man es mache es körperlich? mit, ne, mit Ja. allen Methoden, Emotionen, alles, was, ne, was man so zur Verfügung hat. Es ist ja alles draußen, das ist ja der Witz, es ist ja alles in der Welt, es ist ja nichts Neues da. Es ist ja, Bruno würde sagen, seit 30 Jahren bekannt, ja stimmt. Ja. Nichts Neues da. Ja.
Bruno, wenn ich dich schon anspreche, wie machst du es? Hast du noch Schatten? Ich bin der Schatten. Du bist der Schatten. Sehr schön. Ja, also ich sag mal so, ich versuche in jedem Augenblick meines Seins nichts anderes zu sein, zu versuchen, als das, was ich bin. Kurz, ich bin nur noch der, der ich bin. Ich versuche nicht mehr zu gefallen, ich versuche nicht mehr irgendwas zu manipulieren, friss oder stirb. Ich bin, der ich bin. Ich fühle, was ich fühle, ich tue, was ich fühle. Ich denke, was ich fühle. Körper, Seele und Geist in jedem Augenblick in Übereinstimmung zu haben, ist meine Definition von Einssein. Und das kann ich nur mit mir selbst. Ich muss mit euch nicht eins sein, das wäre mir peinlich irgendwie. Es reicht mir schon, wenn ich eins bin mit mir. Wenn dann ein anderer auf mich zukommt, der auch eins ist, dann merken wir das sofort, dass wir beide eins sind. Aber wir sind trotzdem nicht dasselbe. Ja, wollen wir auch gar nicht sein. Wir sind eins in der Art und Weise, wie wir sind. Nicht in der Art und Weise, was wir tun oder was wir für Talente haben oder welche Meinungen wir haben. Das ist alles individuell, das darf und kann auch sein. Aber ich muss wissen für mich, ich muss gar nichts anderes sein und kann es auch nie als das, was ich bereits bin. Und der Rest, die Welt, ist ein Spiegel von mir. Wie du es auch gesagt hast, Simon, ich kann mit dem Finger noch so oft nach draußen zeigen. Ich werde bemerken, dass drei Finger zu mir zeigen. Und dort schaue ich hin. Selbst wenn ich mal auf andere zeige und in meinen Posts und Büchern tue ich das natürlich, um die Leute zu triggern und zu rütteln und zu ärgern und so weiter. Gezielt, bewusst, absichtlich. Nehmen Sie auch mich persönlich, wenn Sie mich dann fertig machen oder so. Aber ich weiß hundertprozentig, dass alles, was mich da draußen stört, noch Unerledigtes in mir ist. Und anstatt mich darüber aufzuregen, solange was da draußen ist, gehe ich in mich, kläre das mit mir und die Geschichte ist erledigt. Und was ich erlebe, die Welt spiegelt auch das wider. Das heißt, wir werden quasi nie angesprochen wegen der Maske. Jetzt in 1,5 Jahren vielleicht 3-mal. Und wir gehen auch häufig einkaufen, wir sind auch draußen und in der Schweiz sind die Leute auch im vorauseilenden Gehorsam, tragen schon FFP2-Masken im Auto und so. Also wahrscheinlich tragen sie auch ein Kondom, wenn sie alleine ins Bett gehen. Man weiß ja nie, man kann sich ja auch eingipsen, bevor man gebrochen hat. Ja? Man kann ja auch sterben, bevor man gelebt hat. Und das ist das, was ich als meinen Zustand hatte früher. Ich war tot, ich habe es nur nicht gewusst. Ja? Aber in dem Moment, wo du lebendig wirst, wirst du alles dafür tun. Lieber sterben, als tot sein. Ja. Als tot zu leben. Ja? Lieber richtig tot, als falsch lebendig. Ja? Und das geht halt nur, wenn man hundertprozentig ehrlich mit sich selbst ist und bereit ist, die Dinge in sich zu Orten und nicht da draußen im Ozean der Projektionen. Ja. Auch wenn ich schon dran war, darf ich, es ist mir ein schönes Beispiel gerade eingefallen mit der Schatten, was sind die Schatten von mir? Ich bin eigentlich wirklich ganz oft, was ich sage, ich liebe das Leben so sehr. Manchmal sehe ich Videos von Demonstrationen, wie Polizisten wirklich sich mit 10 Mann auf ein schwaches Mädchen stürzen. Und da kriege ich so eine Wut, dass ich wirklich rumbrülle hier in der Wohnung und den anschreien möchte. Das sind so Sachen, wo ich sage, offenbar habe ich da noch irgendwas nicht erlöst. Aber ich versuche jetzt nicht da immer wieder reinzugehen. Und es gibt ja Leute, die suchen dann die Situation, die gehen auf Demos, um sich mit Polizisten zu prügeln, weil sie es einfach suchen. Ich suche es nicht. Aber ich weiß, dass da noch Dinge sind, die sind auch noch nicht ganz gelöst, dass ich da sagen kann, ich kann sowas mit ansehen, ohne da jetzt emotional zu reagieren. Ne, das sind also offensichtlich noch Schatten von mir, aber ich nehme sie einfach so wahr, dass ich da wirklich sage, das macht mich wütend, wenn ich sowas sehe. Ja, aber jetzt siehst du mal, wenn jetzt die Leute da draußen wüssten, dass Wut immer die Reaktion ist auf Traurigkeit,
weil sie die Traurigkeit nicht fühlen wollen, weil das zu schmerzhaft ist, gehen sie in die Wut. Dann könnten sie ihre Wut alle ganz leicht überwinden. Sie müssen sich nur erlauben, traurig zu sein. Aber das ist ja Schwäche, Traurigkeit, denken sie. Vor allem für Männer, oder? Jetzt kommst du, genau. Du fangst ja eigentlich immer uns Männer an, dass wir Weicheier sind. Ja. Ja, weil wir einfach diese Verletzlichkeit, also es geht ja auch uns an, uns Frauen, ja, wir haben ja gelernt, eben diese Gefühle, die da sind, nicht wertzuschätzen. Wir haben ganz viele Labels für die Gefühle und unterdrücken dann lieber, ja, anstatt dass wir offen und verletzlich uns zeigen, weil wir haben natürlich auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, ja, wenn wir uns gezeigt haben mit unserer Verletzlichkeit, mit unserer Trauer, mit unserer Angst, mit unserer Wut, dann hieß es einfach, nee, Wut geht gar nicht, ja, wütend sein passt jetzt überhaupt nicht ins Bild. Wir wissen ja ganz genau, welche Gefühle gewünscht sind und welche nicht. Oder du musst ja nicht traurig sein, hieß es doch dann, wenn man ja schon traurig war. Oder du brauchst keine Angst haben, wenn die Angst ja schon in uns drin war. Also einen schlimmeren Ratschlag kann man niemandem geben, etwas nicht zu fühlen, was derjenige schon fühlt, gerade bei Kindern. Ja, die befinden sich ja total in der Gefühlswelt. Und wenn da immer so diese Messages kommen, und natürlich sind die gut gemeint, das ist klar, ja, aber wir können ja nicht damit umgehen, dass unsere Kinder sich so fühlen, weil wir mit unseren Gefühlen nicht umgehen können. Und dann geben wir diese falschen Tipps weiter. Viel schöner wäre es eben auch da wirklich offen zu sein, Raum zu machen, präsent zu sein mit dem, was da ist, beizupflichten und zu sagen, ja, ich bestätige dich in deinen Wahrnehmungen, das ist völlig in Ordnung, sich so zu fühlen, nicht trösten in dem Sinne, aber im Mitgefühl zu sein mit diesen, ja, mit den Kindern vor allem, oder? Aber natürlich auch mit uns selber und mit unseren Mitmenschen. Und dann werden wir feststellen, und ich meine, das musste ich ja auch feststellen, ich war auch, wie du gesagt hast, tot, lange Zeit, in mir drin. Wenn, dann war ich emotional, ja, ich war einfach mega in der Euphorie oder ich war in der Depression. Das war eine sehr reaktive Lebensweise, bis ich dann eines Morgens einfach aufgewacht bin und gesagt habe, stopp, so kann ich nicht weiterleben. Ich muss Eigenverantwortung übernehmen für mein Dasein, für mein Leben, wie ich es erlebe. Und wenn ich schon all diese Dinge manifestieren kann, wie Leid und Krankheit oder was auch immer, dann kann ich auch entscheiden, es anders zu tun und Gesundheit, Glücklichsein zu erschaffen und bin dann auf den Weg gegangen. Und seit da beschäftige ich mich eigentlich mit meinen Schattenseiten. Und ich finde es einfach spannend, ja, ich bin einfach neugierig. Und der Unterschied zu früher ist, dass ich den Schattenseiten begegne, anstatt ihnen den Rücken zuzuwenden und mich davon wegzuwenden und irgendwas zu suchen da draußen. Da gibt es ja tausend und eine Möglichkeit, wie ich mich davon ablenken kann, zu fühlen. Und das passiert so schnell und so unbewusst. Wir lenken uns mit tausend Dingen ab, einfach weil wir diesen Impulsen nicht vertrauen, die da sind, ja, weil wir einfach dieses Gefühl nicht zulassen können, was da ist. Und das ist das, was wir gerne den Menschen wieder näher bringen wollen. Und so gehe ich auch mit meinen Schattenseiten um. Wenn ich spüre, da ist was, dann nehme ich mir die Zeit, wenn es gerade geht, ein paar Minuten, gehe da rein, gehe da durch. Und wenn ich noch Glück habe, komme ich wirklich an die Ursache ran, ja. War mal eine Verletzung, kann das wirklich nehmen. Und wenn es halt vielleicht gerade nicht geht, weil wir irgendwo sind, dann nehme ich halt einfach gerade das, was ich nehmen kann, ja, in dem Moment. Und das ist auch okay. Es ist ja ein Prozess, wie wir ja schon gehört haben. Es ist kein Sprint, aber es ist ein Marathon. Und wir können da wirklich jeden Tag ein Stück des Kuchens essen, von unserem Schatten sozusagen, und immer heller werden. Christa! Ja, bei mir gab es so durch mein ganzes Leben eigentlich drei Worte, die mich immer begleitet haben. Und die lauten, warum mache ich das? Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich mir diese Worte gestellt habe, war ich war eine ältere Schwester von zwei Brüdern und der eine Bruder war 10 Jahre jünger als ich. Ich habe den sehr geliebt, aber ich habe auch angefangen, irgendwann den zu ärgern, bis er weinte, und dann habe ich ihn in den Arm genommen und getröstet. Und dann habe ich danach gefragt, warum mache ich das? Und dann ist mir gekommen, dass du dich gut fühlst, wenn du ihn tröstest. Und dieses Warum mache ich das, hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Und die besten Lehrer, das sage ich immer wieder, waren meine Kinder. Ich habe vor allen Dingen eine sehr rebellische Tochter, die sehr durchsetzungsstark ist, war und auch ist noch heute. Die macht heute den Verlag weiter. Und
die haben mich sehr, sehr gefordert. Und immer wenn ich zu irgendwas sagte, nein, oder das will ich nicht, dann kam von denen, die haben nachgehakt. Ja? Und dann habe ich dann gefragt, ja, warum sagst du jetzt nein? Warum machst du das jetzt? Und dann bin ich selber so ich habe immer die Sachen in mir gefunden, auf diese Weise. Also die Worte kann ich jedem empfehlen, einfach zu fragen, warum machst du das? Oder warum hast du das jetzt getan? Damit wurde ich ständig mit meinen dunklen Seiten konfrontiert, darüber, dass ich diese Frage immer wieder gestellt habe, mein ganzes Leben lang. Heute habe ich es einfacher. Heute habe ich, mein Sohn wohnt ja nebenan, und wenn bei mir irgendwas ist, ich hatte vor einem Jahr vielleicht mal ein Problem, dass das mir ständig gesagt wurde, ja, du hast die Bücher nur bestellt wegen Geld oder so. Und dann sagt er zu mir, jetzt überleg mal, ob bei dir noch irgendwas im Bereich Neid offen ist. Ja, und ich habe es gefunden. Das ist, da ist natürlich so ein Austausch mit meinen Kindern heute auf einem ganz anderen Niveau als früher. Früher haben sie es einfach gemacht mit ihrem Warum, ja, und so weiter. Ich will das, sie haben mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Ja, also für mich sind Kinder ganz große Lehrmeister. Robin, ich habe dich bewusst zum Schluss gelassen, weil du jetzt mehr zu tun hast. Du kriegst ein etwas längeres Schlusswort, gleiche Frage, Schatten, aber vorne dran. Gab es noch zwei Themen, zwei Fragen offen? Also es gibt noch tausende Fragen offen, wir werden es heute nicht mehr durchkriegen, es ist völlig unrealistisch. Es gab die Frage, sind die Geimpften schädlich für die Ungeimpften? Finde ich eine geile Frage. Zweitens, wie ist es mit den Tests? Man munkelt, da ist dann quasi auch schon der Imprint drin. Ist es so oder ist es nicht so? Bringt uns ein bisschen ab vom Thema, war aber, glaube ich, für die meisten noch irgendwie wichtig, dich zu fragen. Und dann Schatten. Ich würde mit einer Gegenfrage einstellen, sind die Unbewussten schädlich für die Bewussten? Ich habe keine Ahnung. Yes. Also das ist, ne, es hängt wirklich drauf an, davon ab, wie stabil du in dir einfach bist. Also nach meinem, schau mal, es gibt so viel Angst vor diesem C, ja, und wenn wir jetzt in diese Masche reinschlagen, dass wir jetzt Angst vor den Geimpften haben, das ist genau die gleiche Angst, bloß auf der anderen Seite. Das ist also, Angst vor den Geimpften zu haben, ist dann für die Alternativen das Corona. Und das ist, also ich meine, wenn wir das eine ablehnen und in die gleiche Masche auf der anderen Seite reinschlagen, ja okay, also dann dürfen wir unsere eigene Nase nochmal anfassen und uns echt schauen, was in unserem Bewusstsein gerade noch in Heilung gehen darf. Also das heißt, ja, ich glaube, ist das klar geworden. Tests? Mit dem Test, nein, nach meinem Gefühl oder nach meinen Informationen sind die Imprints nicht in den Tests drin. Reicht das? Mir schon. Können wir das damit abschließen? Ja. Ja. Es wurde schon echt viel richtig Schönes zum Schatten gesagt. Ich habe meinen eigenen Schatten auch darin wiedergefunden. Und nach meinen Erfahrungen kann die Schattenarbeit auch zur Sucht werden. Also das heißt, man kann, wie Christa das so schön gesagt hat, jemanden schlagen, weil es sich so gut anfühlt, wieder zu trösten. Und das Gleiche kann man auch mit sich selber machen. Man kann sich selber Leid zufügen, weil es sich so angenehm anfühlt, wenn der Schmerz wieder nachlässt. Und es gibt da so eine gewisse Tendenz von den Lichtarbeitern oder von denjenigen, die so viel in diesen Prozessarbeiten drinstecken, dass sie und ich spreche da jetzt gerade von mir selber, ich über eine gewisse Zeit lang eine Sucht ausgebildet habe von den Energien, die in Transformationsarbeit hochkommen. Also das heißt, ich bin immer wieder mit meinem Bewusstsein in die Schattenaspekte rein und fand es so angenehm, dass es sich gelöst hat. Und dieser Lösungsprozess, der Transformationsprozess, wirft ja unglaublich viel Energie auf. Und ich habe immer wieder nach diesen
nach dieser Energie, dieser Auflösung gesucht und habe mein Bewusstsein immer wieder in den Schatten reingesetzt. Dass das auf einer gewissen Ebene ein Fass ohne Boden ist, das habe ich da noch nicht ganz in mir erfahren dürfen. Und da würde ich jedem wirklich nur ans Herz legen, der Schatten taucht von sich aus in deinem Leben auf. Die Welt als Spiegelungsfunktion zeigt dir den Schatten 1:1. Aber du musst mit deinem Bewusstsein nicht immer wieder ins Dunkel gehen, damit du deinen Schatten kennenlernst. Der Schatten wird sich dir aufdrängen. Es ist der Teil, der aus dem Bewusstsein abgesondert wurde, unterdrückt wurde und der sich dir wieder annähert über die Dinge, die du erfährst. Und für Schattenarbeit brauchst du nichts anderes als zu leben und mit dir selber wahrhaftig umzugehen und dir die Sachen, die du erlebst, wirklich klar anzuschauen. Und meine Empfehlung ist wirklich, geh deinen Weg ins Licht, ne, richte dein Bewusstsein auf das Licht auf und dann sei achtsam, wo dir dein Leben dann die Schattenaspekte widerspiegelt oder zeigt. Ne, und drück die dann auch nicht weg. Aber dieses auf der Suche nach deinen eigenen Schatten, ne, das funktioniert auch schon auf dieser Ebene nicht. Man kann seinen Schatten nicht einholen. Man kann den in seinem Bewusstsein nicht so, ne, das funktioniert so nicht. Aber er taucht ganz natürlich einfach auf. Und wenn er natürlich auftaucht, dann ist auch genau die richtige Zeit, ihn aufzulösen. Wenn wir in der Traumaarbeit zum Beispiel Sachen, Schattenarbeit machen und da irgendwas hochholen, was eigentlich noch gar nicht Zeit ist, erlöst zu werden, dann kann das massiv retraumatisieren und zurückwerfen. Das heißt, der Schatten weiß am besten, wann du ihn erlösen kannst. Und er wird sich dir genau in dem Moment zeigen, wo du auch damit umgehen kannst. Nicht früher und nicht später. Und deswegen schau dir alles in dem Moment an, wo es auftaucht und versuch dich nicht aus einer Idee irgendwie gut zu sein oder richtig alles richtig machen zu wollen, da zu sehr in diese Veränderung zu gehen, ne, in der Akzeptanz auch deines eigenen Schattens. Und wenn ein Schatten akzeptiert und umarmt wird, ist er schon gar nicht mehr dein Schatten. So. Ja, das ist eigentlich unser Trick. Oder? Ja. Wir haben so einen kleinen therapeutischen Trick bei uns. Ist schön, wie du das jetzt ausgeführt hast. Wir sagen immer, wenn die Leute nicht wissen, was jetzt richtig ist, was falsch, was soll ich nehmen, wo tut es eigentlich wirklich weh, dann sagen wir einfach, nimm genau das, was da ist. Punkt. Ah, so einfach. So einfach, ja. Das Leben, das ist das Leben. Ne? Ja, so ja. Einfach ist es. Ist ja dazu da, dass wir uns entwickeln. Ja. Gut. Ich sage jetzt mal, schöner hätten meine Schlussworte nicht sein können. Ich danke euch wirklich von Herzen für diese tolle, tolle Runde. Ich, keine Ahnung, vielleicht schreibt der Bruno ja doch noch seine E-Mail mit der Einladung an uns, dass wir an so einem, oder an Christa, dass sie an so einem Event teilnehmen soll, dass sich das wiederholt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist an der Zeit, und das hat man auch in der Vorbereitung jetzt zu diesem Treffen heute Abend gemerkt. Also, ich spreche es an. Muss ich es noch schreiben? Nein, du musst es nicht. Du musst gar nichts. Du kannst es. Du machst es schon, ne? Dass es einfach irgendwie auch an der Zeit ist. Mir war es ganz wichtig. Viele Klienten, alle kommen immer, wie macht ihr das? Wir machen dieselben Prozesse durch. Wir machen das absolut gleich. Und wir machen das in Echtzeit. Ich glaube, ich spreche für alle, für viele müssen wir es in Echtzeit machen, weil ja andere kommen, die bei uns Hilfe suchen. Und das war für mich entscheidend, einfach auch mal von euch, für mich total toll zu sehen, dass es für euch die gleichen Prozesse sind wie für mich. Und ich denke eben auch für alle Zuschauer war es schön zu sehen, die machen die gleichen Prozesse durch. Ja, wir haben vielleicht manchmal auch einen größeren Werkzeugkoffer zur Verfügung, weil wir es halt eine Weile machen und weil wir es beruflich machen und weil wir müssen. Wir haben gar keine Chance, dran vorbeizukommen, aber für mich ganz wichtig. Für mich die Erkenntnis des Abends, es läuft alles nach Plan. Egal welcher, aber es läuft alles nach Plan.
Müssen wir was tun? Handlungsebene, ja oder nein? Habe ich nicht ganz klar raushören können? Ja, irgendwie schon, aber vor allen Dingen emotionale Ebene, ganz wichtig. Joe schüttelt den Kopf, nicht einverstanden. Weil wir tun das, was wir tun. Wir tun das, was wir tun, das ganz ist, genau. Was, was uns ja begegnet, während wir versuchen, Pläne genau zu machen. Ne? Es ist, das, und wir, das gibt da den Spruch, ne? Also der Mensch macht Pläne und Gott lacht, oder wie heißt es? Das ist natürlich eine entscheidende Phase und wir können viel tun und wir tun ja auch was. Ich tue es, weil ich es nicht anders könnte. Ich glaube, ich hoffe, es ist meine Aufgabe, aber wenn ich es nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich krank werden und vielleicht dann es machen oder was, kneifen. Aber das Leben, wurde ja alles schon gesagt, ne? Genau. Das Leben bietet uns und das Leben bietet der gesamten Menschheit im Moment die Chance, auch diese Schatten aufzulösen, die auf der Erde sich festgesetzt haben. Sehe ich ähnlich, also auch ein Ergebnis. Die Ängste sind ein tatsächliches Problem, mit denen sollte man sich auseinandersetzen, weil die es sind, die leben. Ansonsten, Christa und ich schreiben gerade dran, im Universum ist alles ganz einfach. Ne? Es ist leider so. Es ist so. Es ist einfach so. Und diese einfachen Dinge durchzusetzen und diese einfachen Dinge zu machen, Bruno hat es beschrieben, schön, mir geht das Herz auf, weil ich denke, es ist genau, ja, überall ist es gleich. Ja. Bruno und Alina erzählen, ja, die einfachen Sachen. Jeder erzählt mir, ich habe das schon gemacht, mit Emotionen auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie oft ich Menschen frage, wie fühlt sich das an? Und dann sagen die, naja, im Endeffekt müssen wir das alles, ich sage, ich will nicht mit deinem Gehirn sprechen, ich frage dein Gefühl. Sag mir doch mal, wie sich das anfühlt. Ja, müssen wir ja alle durch. Ich sage, du kannst nicht fühlen, da müssen wir alle durch. Du kannst fühlen, fühlt sich blöd an. Hätte ich gerne anders. Du kannst, ja, aber was ist denn das? Was erzählst denn du mir da? Interpretierst du gerade dein Gefühl mit dem Kopf? Da bist du ja überfordert, der kann das nicht. Ja. Mhm. So. Die ja, einfachen Robert, Sachen. Ich danke euch. Auswahl bezüglich Fühlen. Ja. Zwei, drei Gefühle und zwei davon heißen gut und schlecht und eben mit solchen Menschen zu arbeiten ist sehr schwierig. Da muss man von ganz, von Grund auf neu beginnen. So, lass uns mal fühlen, wie du dich wirklich fühlst. Ja. Ganz einfach. Oh, das durfte ich aber nie, da wurde ich immer geschimpft. Ja. Ich musste mich ja immer glücklich zeigen und glücklich sein. Ah, und wie fühlt es sich an, wenn man das muss? Aha. Ah, wie Scheiße, was ist das? Ist das ein Gefühl oder eine Bewertung? Ah, das ist eine Bewertung. Welches Gefühl würdest du denn mit Scheiße bewerten? Ja. Ich hatte das mal ich hatte das tatsächlich in Spanien. Ich war ein paar Jahre eine Zeit in Spanien und auf einem Reiterhof, um reiten zu lernen. Und dann saß ich endlich auf dem Pferd. Ich habe dafür viel gearbeitet und meiner Ansicht nach viel zu wenig Unterricht gekriegt. Auf jeden Fall saß ich auf dem Pferd und dann fängt die an zu sprechen. Und ich dachte, jetzt kommt der Unterricht. Ich kann jetzt reiten gleich. Und setz dich mal drauf, leg dich mal drauf und sag mir, wie sich das anfühlt. Ich sage, was will die denn? Ich will reiten. Leute, ihr habt was nicht verstanden, ich will reiten. Ja, ja, aber wie fühlt sich das an? Ich sage, wie soll sich das anfühlen? Ich liege auf einem Pferd. Ja, wie fühlt sich das denn an? Ja, wie ein Pferd, haarig, keine Ahnung. Es ist weich, es ist warm, es ist kuschelig, es ist eine Persönlichkeit, es ist, ne? Was ist denn? Verbind dich doch mal mit diesem Wesen, bevor du reiten lernen möchtest, bitte. Was willst du da tun? Ja, doch, beim Reiten hast du sonst keine Chance, nein. Aber ne, dieses Selbstverständnis, ja, es ist warm, es ist haarig, ja, es ist da. Oder ich hatte es mal mit Alf, das weiß ich noch, und das ist dann wirklich das Schlusswort für heute Abend. Ich hatte es mal mit Alf, der sagte, ja, hier, da ging es um hier, ne, dritte Chakren, ja, und Alf, mein großer Lehrmeister, ist so, ich sag's mit Respekt, mit absolutem Respekt. Ich sage, ja, wie jetzt Vorgänge da, Chakra, was soll da? Er sagt, mach mal so. Ich sage, ja, okay, und jetzt? Ja, was? Ja, es wird warm. Ach so, es wird warm, aber es ist keine Energie, kein Fluss, kein gar nichts da, oder? Es wird einfach nur warm auf der Hand. Ja, aber Gefühle ignorieren, verstehst du? Es passiert ja gar nichts. Doch, ich merk's deutlich, wie es fließt. Ja, deutlich. Aber ich kann es gerne auch ignorieren, wenn ich möchte. Es ist ja nur. Nur, genau. Ist so, nur warm. Nur warm. Es ist nur warm. Es ist, ja. Ja, wenn wir den Leuten beibringen, eine Aura zu sehen, oder? Da kommen ganz viele mit so einem enttäuschten Gesicht und dann fragst du sie, ja, sie hätten nur weiß gesehen. Hätten nur geleuchtet. Okay. Okay, da wäre ich auch traurig, oder?
rationalisieren, was gerade passiert. Ich sehe nichts, nur weiß. Ja, was jetzt? Siehst du weiß oder siehst du nichts? Genau. Ja? Fühlst du was oder fühlst du nichts? In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir kommen irgendwann wieder zusammen. In irgendeiner Konstellation wird es sicherlich klappen. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auch über alle Zuschauer, die da waren, über alle Fragen. Es tut mir total leid, dass wir konnten einfach nicht alles beantworten. Es tut mir nicht leid. Es ist einfach so. Es ist Realität. Es ist so. In diesem Sinne, schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Tschüss.